Ja, und da sind wir auch schon, wie versprochen, pünktlich zum Abend hin, mit SSO. Ich habe schon so ein kleines bisschen aufgeräumt, ein bisschen muss ich noch, aber das ist dann halt eine Sache, das mache ich so nebenbei. Während des Streams, nee, natürlich nicht. Aber kommt jetzt auch Musik? Ja, so ganz leise im Hintergrund hört man da ein bisschen Musik. Hi erstmal an Fabi, hi an Max und Flo. Was habe selbst dich hier, Olli? Ja, das ist doch schön. Dass du auch bei Twitch reinschaust und hi an Nick bei Facebook. Also wir haben jetzt überall eine Nachricht bekommen auf Twitch, YouTube und Facebook. Und ja. Wie man sieht, ich bin hier irgendwo in der Nähe der Brücke von Südhof, weil da will ich heute wahrscheinlich sogar noch ein bisschen was dran tun, dass ich dann irgendwann mal die Brücke Richtung Südhof nutzen kann von Ebene aus. So. Ich mache jetzt mal drücken. Sound Hallo, resumed. hallo, hallo. 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 Wo ist Tanja eigentlich? Von ihr hat man gar kein Oder Haar. nie, oh na, keine Ach Ahnung. so. Wie? Weiß es nicht. So. Ali, ich habe per Zufall eine Spinne gefunden. Ich habe per Zufall eine Brücke gefunden, durch die ich noch nicht rüberkomme. Und nach Südhofe. Ja, richtig, aber die kann ich aber jetzt langsam mal anfangen, dachte ich mir so. Ja, wäre mal ratsam. Ja. Da unten steht was, was ich tun muss. Oh, hier Miotis. Unten bei der Brücke. Da ist eine Spinne! Ich habe eine Spinne gefunden, genau an der Brücke. Ich habe auch eine Spinne gefunden. Ja, warte, ich komme dahin. Spinne gefunden. Du hast eines von Albert. Das Kindern Bleib gefunden. Ja, ich bleib hier. da, Ich ich bleib hier. komme. Ich bewege mich, ich bewege mich nicht, ich bewege mich nicht, ich bewege mich nicht. Fabi, das geht ja gar nicht, dass du nur ein bisschen aufgeräumt hast. Doch, das geht. Doch, Ich das habe geht. die Er hat. Küche fertig. Ja, er hat das saubere Besteck rausgerollt und das dreckige von der Spüle in die Spülmaschine und wahrscheinlich das saubere wieder Richtig. in die Spüle rein. Nee, das Saubere habe ich dann, also das, was noch sauber war, habe ich dann tatsächlich in den Schrank geräumt. Und der Geschirrspüler läuft jetzt gerade und Bad muss ich noch ein bisschen machen und das komplette Wohnzimmer. Aber ich habe schon mal ein bisschen was gemacht, also zumindest. Und ich habe ja jetzt innerhalb der Woche immer schon um 16:15 Uhr Feierabend, das heißt, ich bin um 17:30 Uhr zu Hause und kann dann auch noch so ein bisschen was machen. Und das schaffe ich noch bis Donnerstag, dass ich dann Freitag das Also, vor allem. Hauptsache um die Kamera herum, also innerhalb des Kamerablicks ist nichts drin. Richtig, Und ordentlich. das ist mal das Wichtigste, dass genau da aufgeräumt ist. Und Nick schreibt, genau, wollte nur dir zeigen, dass ich dir überall folge. Ah, okay. Und ich habe einen Vortrag geschrieben. Dann würde ich doch vorschlagen, möchtest du ihn vorlesen? Ein bisschen Wo bist du denn? Allgemeinbildung. Stehe ich hier rechts von der Brücke. YouTube-Seite oder? Richtung Südhof, also immer noch auf der Eponer Seite. Ich sehe da vorne, was bist du das? Jetzt geradeaus. Oder auf der Insel? Geradeaus. Ja, auf der Mini möchte gern Insel. Ja, und genau hier ist was. Siehst du es hier? Dankeschön. Bitteschön. Also ich habe eben auch eine gefunden. Soll ich dir verraten, wo? Na, da komme ich wahrscheinlich noch nicht wohl hin. Bei der Hexe Pi, wenn du da lang, diese Bretter lang läufst, da unter einer Schräge sitzt die Spinne. Ach, die habe ich doch, die hat man schon gemeinsam gemacht. Nee. Doch. Dann hätte ich sie ja nicht gehabt. Hätte ich sie ja schon gehabt. Oder du hattest sie schon und du hast sie jetzt nochmal. Weil die hat man doch Nee. gemacht, glaube ich. Nein. Okay, Da weiß ich waren es. wir noch gar nicht. Aber hier kannst du die Brücke reparieren, wenn du die richtigen Gegenstände dafür in einem Rucksack hast. Du erhältst die jeweiligen Gegenstände als Belohnung für das Erfüllen bestimmter täglichen Aufträge. Wenn du die täglichen Aufträge bereits erfüllt hast, musst du bis morgen warten. Okay. Wenn du nicht bis morgen warten willst, ach so, ja gut. Gib Ich Geld soll aus. zu Billy Bulldozer. Weißt du, wo der ist? Lass mich das Ding hier vorne irgendwo. Ich meine, ich habe die Brücke stehen, deswegen. Warte mal. Finde, Hier was war steht mal da? irgendwie was. Finde gemischten Salat. Nee. Was stand da gerade? Fertig gemischtes Zement brauche ich. Ja, schmeckt so ähnlich. Ja. Gehe ich auch von aus. Ja, geht sehr gut, ihn vorzulesen. Natürlich geht das sehr gut, weil du hast ja die Möglichkeit, theoretisch ins TS zu kommen.
Ich bin das Olli jetzt. Ich bin jetzt hier gerade beim Stall gelandet. Wo bist du? Ich habe da hinten noch ein bisschen geschillt. Hallo. Oh, wir können das auch nicht stehen, ne? Weißt du, wo es Zement gibt? War hier nicht irgendwie mal so ein komisches Gerät? Irgendwie? Ja, da vorne ist ein Gerät. Hier. Dann geh mal zu das Gerät. Hallo Gerät. So, hallo, wieder da. Das Gerät ist außer Betrieb. Wird mir nämlich gar nicht mehr angezeigt. Aber hier vorne steht Donald. Hat Donald was für mich? Das Fundament der Brücke muss neu gegossen werden. Du wirst sehen, wo. Ja, das hatten wir schon. Die Brücke benötigt hier ein neues Zementfundament. New Hillcrest. Hier kannst du... Ah! In New Hillcrest. Da steht der Typ. An irgendeiner Ecke. Tanja, wir haben schon wieder... Oder ich habe jetzt zumindest zwei Spinnen. Eine hat Olli mir eben noch und eine habe ich gefunden. Okay. Eine ist direkt bei der Brücke, wo du Richtung Südhof rübergehen kannst, die ich noch machen muss. Mhm. Die andere ist bei der Hexe Pi, unter so einem Brett. Ja, ich mach das ein bisschen anders. Ich werde das von Ort zu Ort jetzt machen. Okay. So wie hier morgens. Wo ist denn jetzt hier eigentlich New Hillcrest? Da oben die Stadt. Ja, ich geh mal kurz hoch, ne? Ich guck mal, ob da irgendwie so ein Bulldozer steht. Da muss irgendwo ein Typ stehen, der mir Zement verkauft. Wird dir das nicht auf der Karte angezeigt? Nee, das ist ja nicht so wirklich. Hast du jetzt schon die Moorlandrennen gemacht, oder? Nee, noch gar nichts. Ich bin hier gerade gespawnt und jetzt bin ich hier. Da vorne, hallo, hier bist du doch. Tag schön, ich brauche Zement, Billy. Ich komme nicht aus Billy raus. Ich kann ihn gar nicht ansprechen. Ah, vielleicht kann ich das hier nebenan kaufen. Hallo, habt ihr Zement? Nee, ihr habt nur Klamotten. Was ist, wenn hier keiner Zement verkauft? Hier werden nur Sättel verkauft. Mann, der hätte unten geschrieben. Warte mal, hier ist doch ein... Bauarbeiter. Ich stehe hier direkt bei Billy Bulldozer, wo ich eigentlich hin soll, aber da ist nichts. Ich kann hier nichts annehmen. Oh, das Goldblatt-Championat geht in 30 Minuten los. Das ist doch schon wieder seltsam. User was moved out of your channel. Hier ist immer noch Everquay, wo ich nichts machen kann. Vielleicht ist mein Ruf noch nicht so weit, dass ich es machen kann. Das könnte auch noch sein. Was soll ich denn jetzt hier? Muss ja meinen Ruf eh noch ein bisschen verbessern. Ach, das ist doch schon wieder. So. Ich mache mal so ganz kurz, mal hier kurz, ne, Dings, hier ein bisschen rumlaufen. Oh, ich habe den Sack aufgehoben. Da geht's wieder los, Tanja. Oha. Nee, ich kann mir vorstellen, dass mein Ruf noch nicht gut genug ist, dass ich von den Ricky Bulldozer da die Quest bekomme. Weil ich habe ja so gut wie nie irgendwelche Rufsachen hier gemacht. Außer letzte Nacht heimlich. Naja, letzte Nacht, genau, da war ich mal kurzzeitig mal live. Also nicht live, sondern unlive. Also. Nur so, da ohne live. Er war offline live. Offline? Warum ist das heute so ruhig? Ja. Bei YouTube ist nur Fabi. Oder ist mein Chat schon wieder eingefroren? Nein. Bei Twitch ist nur Max und Flo und bei Facebook ist auch nicht wirklich. So.
Aber ich gebe mir ja schon mehr Mühe. Ich mache jetzt schon mehr Ruhequests als sonst, ne? Das ist mal das, wovon ich mich immer gedrückt habe. Machst du denn noch die Morland-Rennen und so? Oder heute noch nicht? Ja doch, ich will mein Pferd noch auf Level 10 bekommen, vielleicht. Okay, okay. Jetzt ist Olli hin. Ich bin hier. Oh. Liebe die Antwort. Ich bin hier. Ja, das ist wie bei mir auf der Arbeit. Ich wohne hier. Das sind geistreiche Aussagen. Ich hab Olli verloren. Ach, hast du gar nicht. Ich hab Olli verschlammt. Hast du ihn irgendwo abgelegt, hast schon wieder vergessen, wo, wa? Ich bin beim Müllsack. Achso. Ich denke, den hast du verloren. Ja, den hast du doch vorhin schon gesucht. Ja, ich muss dir ja immer wieder. Ich habe ja hier mehrere Mülltonnen, die ich da zur Kutsche bringen muss. So. Ist die Quest schon mal erledigt? Ich mach mal das versteckte Rennen. Das versteckte? Gucken, ob mir das noch was bringt. Es gibt versteckte Rennen. Ja. Wann ist eigentlich jetzt das Goldblatt? Noch nicht mal mehr eine halbe Stunde. Ja, das können wir dann gerne machen. Das ist ja hier in der Nähe. Aha. Aha, alles klar, am anderen Ende der Karte. Wirklich jetzt? Ja, klar. Das ist zwar der Kürbisfarm, hieß das eben. Ja. Also, das ist doch hier um die Ecke. Ach so. Also, ist das nicht so weit weg, oder? Von Epona? Ist das nicht da unten, wo die. Ja, ich muss von hier aus bis zum. Ja, meine ich doch. Ja, ich muss von hier aus einfach nur zum Hänger und dann ab nach. Ah, alles klar. Kürbisfarm. Hä? Du hast einen Stern gefunden. Wie doof, ich hab die Sterne doch komplett. Tja, die Logik, ne? Ja, ich finde es auch so interessant. Ich habe 138 von 131 Sternen. Fällt was auf? Du hast mehr als es gibt. Ja. Ja, du hast schon Sterne gesammelt, die gibt es offiziell gar nicht. Mhm. Habe ich mit Cheat Engine gemacht. Mhm. Geht das Programm hier überhaupt auf dem Spiel? Ich glaube nicht, ne? Kann ich mir auch nicht vorstellen. So, dann habe ich das auch erfüllt. Los, Pferd, reit! Ah ne, ich muss ja reiten. Wurde nicht schon so oft gesagt. Das Pferd reitet, du reitest. Ach, da war es wieder, ja? Wo ist er denn jetzt? SSO Yunus, hi! Herzlich willkommen und so. Wie geht's dir? Obwohl, SSO Yunus ist ja eigentlich Fabi. Also von daher kommt es auf das gleiche hinaus. Ja, und wo ist jetzt Olli? Ich bin hier bei Ricky. Bei Ricky. Ja, ich. Who the fuck ist Ricky? Ich mach bei dir ein bisschen Sport. Wann geht das Rennen los? Um Punkt 18 Uhr, wa? Schau zu, wie ich es mache. Ja, okay, schau zu. So, fertig. Rest abgeben. Ist mein Ruf jetzt besser? Hallo Natalia, hast du mein Pferd gesehen? Ach, Natalia ist die eine hübsche mit dem komplett weißen. Ach, das ist. Das ist mein Pferd. Na, nehme ich das hier. So, jetzt muss ich da drüben noch eine Quest abgeben. Hallo. Hier, ich wollte das kurz abgeben. Raus mit dem Alten, so.
Gut, dann ist das auch alle. Im Jorvik-Stall muss ich nachher nur einer. Siehst du hier Everquay oder siehst du auch nur den Schriftzug? Nee, ich sehe gar nichts. Bei mir steht nur der Schriftzug hier. Everquay. Aber ich sehe die Person nicht mehr. Okay. So. Und jetzt? Ja, jetzt, ne, und so. Ich mache jetzt da vorne noch kurz das Rennen. Wie lange braucht man? Du kannst auch mal das geheime Rennen machen, dann fährst du wieder einen Stern. Ein Stern? Sollte. Wenn du ihn noch nicht hast. Nee, komm mal mit. Gleich, ja. Der Kerl macht mich sauber. Bin gleich da. Da ist doch gar nichts, Olli. Ups. So, wieso hüpfst du? Da ist doch gar nichts. Hehe, schön, wie du durch die Baumstämme durchläufst. Ja, ne? Nee, ich will mein Pferd ein bisschen zum Springen bringen, weißt du. Ich finde, das ist ein bisschen Arbeit, was ich da mache, ne? Für jeden Spieler alles wieder neu aufbauen. Dann macht er einmal das Rennen am Tag, dann bauen sie wieder alles ab. Dann will der nächste das Rennen machen, müssen sie wieder alles aufbauen. Ja, dann machen wir nachher nach dem Championat, würde ich sagen, erstmal die Rennen, war die typischen Rennen. Upsi. Smallland vor Pizza und so. Ich komme hier nicht rüber ohne Rennen. Auch total Banane gemacht. Aber ich kann mittlerweile alles rennen. Das sieht ganz gut aus bei mir. Obwohl, es kann noch viel passieren. Am besten reitest du gleich auf den Bürgersteig. Oh, ich nehme hier gerade jedes Teil mit. So. Nein! Ja. So. Ah, wo bleibt er denn? Wo bleibt er denn? Komm, Olli, komm, 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 nicht schlittern, laufen! Ach ja. So, eigentlich bin oder sind mehrere Leute Besitzer des Kanals. Ach so. Wer Alexa? Ist denn alles Besitzer davon? Stop. So. Ach, die Tanja Gladefield ist auch da. Ach, auch schon festgestellt. Ja. Tja. Warte mal. So. Komm, Tanja, wir gehen. Was? Moment. Das unbekannte Rennen? Wo ist denn das? Goldblatt. Haben wir noch ungefähr 20 Minuten für. Ach, du meinst, das ist das Championat oder was? Ja. Achso, du meinst das Versteckte, ja. Ja, ja, ja. Ja, genau das meine ich. Weil wir haben ja noch Zeit bis dahin. Bisschen, ja. Wie du schön da durchrennst. Ja, Tanja macht hinterher, macht nach. Ach, du meinst das mit den Stängeln? Ja. Ja. Ach, das kann man anklicken. War das ein Stern? Ja. Ja. Genau ein Stern. Das.
Der deinen Namen trägt. Ollis Namen trägt. Oder Olli? Drücke den Button. So, 3, 2, 1. Machst du das? Macht ihr beide das Rennen jetzt nochmal? Nee. Ja, ja. Achso. Ich hab's zwar eben schon mal gemacht, aber macht ja nichts. Oh, wie viele Sterne man hier einsammeln kann, das ist ja unglaublich. Und den nächsten Stern. Und den nächsten Stern. Und den nächsten Stern. So kriegt man das Buch auch voll, ne? Ja, ja. Nein, ich bin wieder gestorben. Ja. Rennen beendet. Erfolg freigeschaltet. Starwider. Ich bin Starwider. Ja. Und bekomme sogar noch einen Stern als Belohnung. So. Vielen Dank. Ich habe einen neuen Stern. Für die Blumen. Vielen Dank. Philipp von dir hier. Jeden Tag eine gute Tat. Ja. Ja. Pferd geht doch. Nö. Kann nicht. Das Rennen geht jetzt um 18 Uhr los, ne? Wo haben wir denn? Aber wir haben es jetzt 44. Ja, sollte dann so ungefähr. Wo reitest du denn hin? Einmal um den Stein. Halt Spaß macht. Ach so, okay. Ich dachte, es kommt irgendwas. Nein, ich habe nebenbei aufs Handy geguckt, Entschuldigung. Theoretisch könnte man jetzt noch, das würde man theoretisch schaffen, die Moorland drin. Oder? Keine Ahnung, ja, doch. Wenn wir uns abholen lassen, schon. Ja. Kann man kurz Moorland durchziehen und dann vom Moorland aus gleich zum Transporter. Was meint ihr? Mir wurscht. Okay, dann rufe ich mal kurz hier so. Abholen. Oh, die sollten das Handy mal austauschen rechts unten, ne? Die sollten da draus mal ein Smartphone machen. Victoria schreit, wo reitest du heute lang? Also jetzt bin ich gerade in Moorland. Toni, guten Abend zusammen. Hi Toni, wie geht's dir? Und hi erstmal Toni. Wir haben eine Viertelstunde Zeit, wir können auch noch die anderen machen. In einer Viertelstunde, meinst du? Klar. Hä, wo seid ihr denn jetzt? Moorland. Göttchen. Man kann dich jetzt abholen. Tanja, hast du die schon gemacht? 3, 2, 1. Uli meinte ich. Kann keiner abholen. Toll, Kumpel von mir ist unterwegs. Wohin? Keine Ahnung, man sieht nur so eine Straße im Wald und mittendrin liegt ein dicker Ast. Auf der Straße. Oh Mann. Ding dong. Oho. So, im Ziel. Ich will nichts sagen, Olli, aber ich sehe dich nicht. 3, 2, 1. Ich sehe Tanja. Mein Pferd ist so langsam. Ui. Aber ich glaube, diese ganz fetten Urpferde, die wären noch gar nicht so schnell, oder? Keine Ahnung. Hallo, das ist eine aus der Form geratene zarte Elfe, ja? Ey, das ist mein Spruch. Macht nix.
Das, trotzdem lasse ich hier nicht mein Pferd beleidigen. Ich rede ja von meinem Pferd. Armes Babygirl. Hat der böse Olli dich beleidigt? Ja, überhol mich ruhig, Hanne. Hör nicht auf den bösen. Ich seh dich nicht mal! Ich seh dich. Ja, das ist schön, beruhigt mich, ungemein. Und oh, sie ist also im Ziel. Ich geh auch nur dran, ja. Olli, der steht irgendwo im Hintergrund, der beobachtet uns heimlich. Ne, wir gehen gerade gemeinsam die Quest ab, ne? So, und jetzt gehen wir rüber zu dem anderen. Jetzt zu dem Western-Fritzen. Ja, die Geräusche, dann, die der macht. Reiz vor 1. Ja. Ja, die ist schon unterwegs, ja, war klar. Ja, hier gibt's kein 3-2-1. Genau. Hallo. Was dann, dass hier irgendjemand applaudiert? Ich hab den Ton nämlich noch an wegen der Spinnen. Ziel! War vor dir drinne. Ah, das schafft man ja alles in 5 Minuten hier, wa? Hm. 3, 2, 1. Leon, ich bin noch nicht mal da, aber ihr könnt ruhig schon losreiten, ihr seht mich ja eh nicht. 3, 2, 1. Jetzt reiten wir trotzdem gemeinsam los. Echt? Ja. Okay. Nee, ich habe den YouTube-Schutzrang bekommen, weißt du? Das okay. Nicht, das, weil ich bin unsichtbar für andere, dass nicht alle so, dass nicht die ganzen 500 Zuschauer alle neben mir stehen, weißt du, und der Server anfängt zu decken. Deswegen bin ich unsichtbar, dass man mich nicht sieht. Okay. Ich hab's verkackt. Ernsthaft. Wie heißt die? Storm Storm? Fertig! Ja, schön. Ich brauch noch. Ich bin zu gut geritten. So, jetzt komme ich auch ins Ziel gerade. Du bist gut geritten. Ja. Bin ich dabei, weil ich noch bade. Ach, du bist baden. Ja, viel Spaß in der Badewanne. Wo bin ich hier gelandet? Baden wollte ich die letzten Tage auch schon immer, das habe ich die letzten Tage auch schon so. Oh, Moorland und Goldblatt geht in 10 Minuten los. Okay. Ja, Moorland ist unwichtig, aber Gold. Ja, genau, Moorland haben wir schon oft genug gemacht. Ja, wir können ja schon mal langsam hin, wa? Haben wir dann ein bisschen chillen. Lieber zu früh da sein als zu spät. Eben. So, ich bin auf dem Weg zum Transporter. Okay. So, Goldblatt, 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 Goldblatt. Ach, ich reite hin. Du reitest hin? Ja. Soll ich hier so lange rumstehen? Wie heißt das bei Goldblatt überhaupt? Kürbisfarm, Jaspers Kürbisfarm. Genau. Jaspers, ach da. Ach, das dauert mir hier wieder zu lange. Jetzt geht das, glaube ich. Oh, der Transporter funktioniert wieder nicht. Lalalalalalalala. Ich hab keine Probleme. Das Typische, ne? Ja, weil ich laufe. Ja, das zum Thema Server 4. Ah, jetzt macht das, jetzt macht das, jetzt macht das. Lalalalalala. Und gleich fliegt er, wa? Und das zum Thema, ne? Server 4. Bei mir läuft das immer gut. Ja, bei mir läuft's auch gut. Ich lauf doch. Also läuft es gut. Sonst hätte ich ja gesagt, das fährt schlecht. Ja, stimmt. Siehst du? Acht Minuten noch. Ja, dann kann ich hier noch kurz bei Jasper das Rennen machen. Da habe ich da auch was Gutes getan. Aha. Ja, ist doch was Gutes, wenn ich Jaspers Rennen noch mache, oder? Aha. Nein, ja.
Mach du mal Jasper, ich mach lieber die Reithalle. Mach das. Ach du Scheiße, das ist nicht nur ein Ast, das ist ein ganzer Baum. Lol. So, ich bin in der Halle. Hier ist ein kopfloser Reiter. Ja, Halloween ist er bald wieder. Das ist ein Grafikfehler, das habe ich so in der Form noch nie gesehen. Ach du Scheiße. Dem ist während der Fahrt ein Teil vom Baum aufs Auto geknallt. Aua. Oh. Wem? Ben. Upsi. Zum Glück nicht nur Seitentüre und Beule auf dem Dach. Also, ja. Oje, oje. Mann, wieso springt mein scheiß Pferd schon wieder nicht? Los, lauf, 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 lauf. 6 Minuten hast du noch. Oh, schon beim zweiten Rennen. Schafft oh, locker. Grad so. Ja, froh sein, dass er da nicht von den. Dass es nicht die Scheiben erwischt hat. Mhm. So, und das nächste Rennen. Oh, beim Penny blinkt die Alarmanlage mal wieder. Und Licht ist an, okay. Ah, hier bei den Kürbissen, hier bei Kürbisfarm ist übrigens auch eine Spinne. Wollte ich bloß noch kurz erwähnt haben. Was ist da? Eine Spinne. Wo? Oh. In den Kürbissen, bei Jaspers Kürbisfarm. Moment, ich komme sie holen. Das hat er gerade wieder rumgemiaut. Wo denn? Irgendwo bei den Kürbissen. Auf irgendeinem Kürbis wirst du sehen. Oh, ich bleib beim Pferd schon wieder stehen hier, das ist doch. Ich sehe keine. Und das letzte Rennen. Was ist denn hier eine Spinne? Olli, die musst du mir zeigen. Ich höre hier nur den. Oh, das ist schon wieder das scheiß Pferd. Los, wir haben nicht viel Zeit. Nee, eben. Das Rennen geht in 4 Minuten los. Ja, und wo ist die Spinne? Bin ich jetzt schon wieder falsch geritten? Ah, ich muss da durch. Los, Pferd, komm. Komm. Da müssen wir lang. Ja, und auch nix. Dann hast du die vielleicht sogar schon. Goldrang! Sehr schön. Musst du mir nachher mal zeigen. Oh, und. Das Goldblatt beginnt in 5 Minuten und ich habe alle 3 Rennen in der Reithalle gemacht. HGW, ich habe alle 2 Rennen bei Jasper gemacht. Könnte ich jetzt rein theoretisch auch noch schaffen, mache ich aber nicht. Mag die nämlich nicht. Ja, beide wahrscheinlich nicht, aber eins könnte ich auch noch schaffen. Aber ich mag die nicht. Dein Pferd ist Level up. Yay! Glückwunsch. Danke. Da will ich ja eigentlich gar nicht so schnell. Hier steht keine Sau, ne? Doch, wir. So. Ja. Ich erscheine jetzt nach und nach. In 3 Minuten geht's los. 3:33, ja. Seht ihr euch auch nicht? Ich sehe niemanden hier. Ich sehe dich, Olli. Ich sehe von euch gar keinen. Ich sehe generell keinen einzigen Spieler hier. Olli rennt jetzt im Kreis, im leichten Galopp. Jetzt wird er langsamer, jetzt steht er, dreht sich um. Ich hoffe, das klappt noch mit dem Annehmen, ne? Weil ich habe die Gruppe versucht aufzulösen und es geht nicht. Ja, ja. Jetzt sehe ich euch. Ja. Gruppe aufgelöst und schon sehe ich euch. Jetzt sehe ich alle. Ja, jetzt sehe ich euch. Ja, ich euch auch. Oh, ich will den auch haben. Bitch.
Olli, wo hast du den her? Was denn? Das Pferd? Ja. eBay Kleinanzeigen. Ach so. Ich dachte bei Amazon Prime. Ne, ja, das Urpferd halt, ne? Das gab's sicherlich mal. Ihr macht ja Werbung hier, meine Herren. Tanja hat das Pferd auch. Ja. Ich bin schon wieder aus der Gruppe rausgeflogen, ich muss jetzt schon wieder annehmen. Ich blicke hier gerade die ganze Zeit aus der Gruppe raus. Aus dem Dings, aus dem Championat. Ja. Ich gehe jetzt zur Linie. Jetzt nee, bei ich. Mir stand, mir wurde ein Platz zugesagt. Ja, und irgendwann verschwindet das wieder bei mir, dann kommt. Jetzt kommt auch wieder, dir wurde ein Start dazu gesagt, bleib im Startbereich. Und das ist dann vorhin wieder verschwunden, dann muss ich wieder neu reingehen. Bleibe hier bis zum Start. Na, bei mir läuft jetzt der Timer oben ab. Bei 1,40. Ah, ja. Also, was lernen wir daraus? Wenn wir in einer Gruppe sind, sehen wir uns nicht. Erst wenn wir uns aus der Gruppe verabschieden. Komischerweise, ne? Sachen gibt das. Sollte eventuell andersrum sein, aber naja, manchmal ist es seltsam. Hier wurde ein Start dazu gesagt, bleibe im Startbereich. So, ich hoffe, ich bin Gruppe 5. Ich möchte gerne Gruppe 5 sein. Welches Level hat dein Pony? Darum geht's nicht, habe ich mittlerweile erfahren. Okay. Es geht um den Spielercharakter. Das habe ich jetzt vor ein paar Tagen erst erfahren und ich dachte mal, okay, ich brauche das und das Pferd, ja, dass ich dann in diese Gruppe komme, aber nein. Es geht nur um das Level des Spielercharakters. Ich war heute schon mit Level Pferde Level 6 in der ersten Gruppe. Ja, richtig, du würdest auch mit einem Level 1 Pferd und ohne irgendwas drauf in der ersten Gruppe sein, wenn zu wenig in deinem Levelbereich sind, also Level 20, weiß ich was. So, noch 8 Sekunden. Ich sehe Tanja gar nicht. Steht schon an der Linie. Ja, ich sehe sie von hier aus. Ach so. Wettbewerbsgruppe wird erstellt. Ah gut, ich bin nicht Gruppe 1. Ich bin zufrieden. Zielerfolg, erreicht. So. Mal gucken, wo ich bin. Ich hab noch nichts da stehen. Das ist das dritte Pferd von links. Victoria hat sich eingeloggt. Ich drücke euch dann ganz fest die Daumen. Ja, vielen Dank, wir werden es schaffen. I hope so. Und in welcher Gruppe seid ihr? Bei mir steht immer noch, wird erstellt. Vielleicht sind wir doch bei Olli. Ja, die Server sind halt überlastet, ne? Sonntag 18 Uhr hätte ich gar nicht gedacht, dass die so voll sind. Wäre heute gestern, würde ich es mir ja gut vorstellen können. Wäre heute gestern, aha. So, wer schreibt denn hier? Chico schreibt, verarschst du uns? Du spielst als Typ ein scheiß Reitspiel. Das ist kein scheiß Reitspiel, ja. Und da spielen mehr männliche als weibliche Personen. Vielleicht irgendwann mal. So. Gruppe 1. Ich bin 1. Auch Gruppe 1. Wieso bin ich Gruppe 1? Hä? Wo stehst du? Bei uns bist du nicht in 1. Ich bin Vorvorletzter. Also von der Leiste her. Tanja ist auf der 2. Uli wird mir als letzte Person angezeigt. Du wirst mir gar nicht angezeigt, aber gut. Die einzigen Beginnenden mit L sind Lisbeth und Lisa. Ja. Aber keine Leonie. Ich bin Vorvorletzte in der Leiste. Ich sehe schon alle drei.
Zuerst kommt Lisbeth, dann kommt Tanja, dann kommt Katja, dann kommt Jana, dann kommt Delia, dann kommt Hanna, Sarah, Leonie, also ich, Lisa und Kendra. Das sind die, die ich jetzt sehe. Hauptsache, wir können laufen. Olli ist neben mir mit so einem Fishbone-T-Shirt. Ja, das war bei eBay ganz günstig. Ah, aber nicht bei Kleinanzeigen, ne? Nee, also. Ist schon neu. So, in 16 Sekunden geht's los. Was? Mach dich breit, ich bin schon breit, was? Hab heute übrigens May in SSO gesehen und mein Vater spielt auch SSO. Ja, siehst du, selbst der Vater von Fabi spielt SSO. Mach dich bereit. Toll, bei mir steht's auf 0. Bei mir auch, aber es ist noch nicht so weit. Ja, ist ein bisschen Zeitverzögerung heute. Ist genauso wie mit dem Stall, das geht sicherlich dann los. Pass auf, vielleicht werden wir geportet. Jetzt geht's los. Ja. Bin Erster! Was? Wo? Von hinten? Nee. wir sehen's doch alle ein bisschen, jetzt überholen sie mich alle. Nein! Ich bin am Baumstamm stecken geblieben. Ja, das zum Thema, ne? Für mich hat's ja schon erledigt. Ach man. Ja, habe ich halt das Rennen für mich alleine. Obwohl, ich bin Platz 5 steht hier. Ah, ich bin Platz 12. Ach. Jetzt werde ich 9. Was aber nicht mal annähernd stimmt, ja, weil ja, ich ja eigentlich ganz weit hinten bin. Aber es gibt auch nur zwei Gruppen, ne? Also ist die Wahrscheinlichkeit generell ziemlich hoch gewesen, dass wir in der ersten gemeinsam sind. So, jetzt bin ich auf Platz 12, wo ich hingehöre. 10. Alles gut? Ja. Und du so? Ja. Muss, ne? Genau. Oh, ich bin Platz 6. Wen habe ich denn da überholt? Ich bin gerade unsicher. Ich glaube, ich habe das Rennen wirklich. Ja, noch nie. Hallo. Ich habe das Championat, glaube ich, noch nie gemacht. Hallo. Ich auch nicht. So, ich bin jetzt im Fischerdorf. Ja. Platz 8. Wo muss ich hin? Rechts oder nicht? Ja, rechts. Da sagt doch einer rechts. Eieieiei. Danke. Platz 7. Danke, dass du das mit rechts gesagt hast. Sonst wäre ich jetzt, glaube ich, auch. Weil ich sehe niemanden mehr, weißt du? Ja. Ich habe auch nur Tanja vor mir. So, und dann wieder über die Brücke, wa? Und zurück. Boah, geil. Ja, Platz 6. Tatsache. Platz 8. Bis jetzt. So, jetzt möchte ich aber gerne was wissen. Weil... Ich habe Erfolg. Freigeschaltet. Ja. Erfolg! Einmal für die Leistung. War ich jetzt vorgekommen. Was sind die zuerst nachrennen? Und doch ein Erfolg, Fische und Chips. Und das Telefon klingelt. Bei Tanja. Ich schweig. Okay, dann wissen wir auch, wer es ist. Ja. So. Das Spiel hat noch nicht erkannt, dass das Championat vorbei ist. Jetzt hat das erkannt. Mhm.
Ich war aber nicht letzter, ne? Ich war hier Platz 12, ne? Das geht auch. Ach. Es gab noch einen Platz hinter mir. So. Hä? Briefkasten? Ja, hier. Du bist gerade vor dran vorbeigeritten. Was? Direkt am Stall. An der Stallwand. Ich hab einen Ladebalken. Ja, dauert ein bisschen, bis der Briefkasten aufgeht. Diese Probleme hätten wir auf Server 8, 9 oder 10 auf jeden Fall nicht. Doch, obwohl 8 ist mittlerweile auch voll. Und wir warten. Ich hab schon abgegeben jetzt. Hä, ich war Erster, ja, das glaubst auch nur du. So. Lieber Ladebalken, halb hier war wunderschön. Hey, ich darf auch mal. Hallo Karin, wie geht's dir? Ach nee, ich will nicht mit dir schlafen. Hä? Die sind hier alle ein bisschen komisch drauf, die wollen alle sofort, dass ich bei denen schlafe. Okay. So. Wo seid ihr? Hier vorne gleich. Ich mache hier noch die Goldblattrennen. Achso. Wenn ich schon mal da bin. Und los geht's. Dann mache ich die auch. Ups, ich sehe nichts mehr. Da. Ja, und danach. Also, Jorvik-Stall ist auf jeden Fall auch so ein Pflichtrenner. Also, dass ich da zumindest irgendeine Kleinigkeit mache. Beim Jorvik-Stall, weil da fehlen mir bloß noch 15 Punkte für neuen Ruf. Nein! Ja, und was ist jetzt mit Ford Pizza und Steve? Ja, das und kommt Marley. Auch noch, das kommt auch noch alles. Keine ja. Angst. Aber was ist das zuerst nachrennen? Oder die? Wir können ja von der Reihenfolge her müssen das ein bisschen umgedreht machen. Von hier aus jetzt wieder zurück. Ja, Dings, das mit der Brücke wird wahrscheinlich eh nichts. Ich glaube, da ist mein Ruf noch zu schlecht. Bei Epona, das mit der Brücke, dass ich rüberkomme zu. Sie tut. So, und im Ziel. Ach ne, bei Karin gebe ich das nicht ab. Wo war denn das nochmal? Hinter dir, andere Richtung. Ich wollte bloß sehen, ob du es weißt. Ich weiß es. Ich weiß ja gar nicht, wie sieht denn euer Ruf so aus? Tanja will nicht mit mir in einer Gruppe sein. Doch, ich hab angenommen. Das dauert bloß hier seine Zeit. Ja, wo ist Olli jetzt hin? Über die Brücke. Über vor der Brücke rechts. Die Brücke. Ach, der macht das andere Rennen. So grenzenlos sein. Das mach ich jetzt nicht. Da, abgestürzt. Alles gut bei dir? Nö, jetzt nicht mehr. Okay, weitermachen. Ach, du willst, dass es mir schlecht geht? Nö. Was hast du gesagt? Ach, Mimi. Mimi? Magst du kuscheln kommen? Hm? Los, lauf, Pferd!
Wir haben keine Sorge, wenn du weitermachst, dann kommen wir nie ans Ziel. Anne legt sich so hin. Ja, ne? Ja, ich hab Gold auf der kleinen Sprungbahn. Willst du die Gruppe zu einem Wettbewerb einladen, Helga? Wir können ja schon wieder hin. Ich hab doch noch das Rennen angefangen. Es hat ja Vorteile, ne? Punkt 1, wir bekommen ganz viele Schillinge dafür. Leo Löwen, Olli, ich spiele gerade SSO und schreibe dir Olli, Olli, Olli. Da kommt ganz oft das Wort Olli drin vor. Warum schreibst du so oft Olli? Olli, 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 Olli. Ich guck mal gleich, ob du was geschrieben hast. Ich mach bis noch kurz das Sprungrennen. Oh. Ich muss lernen, etwas langsamer mit dem Pferd unterwegs zu sein. Ja, bei dem Sprungrennen darfst du das nicht so schnell. Ja, ich merk schon. Ich bekomme das Pferd auch gar nicht so leicht wieder runtergebremst. Das schaffen wir jetzt. Ja. Eine neue Höchstleistung. Also das habe ich auf jeden Fall bei diesem Rennen nicht geschafft. So. Oh, ich bekomme eine Gruppenanfrage. Von Uli. So, wer hat denn alles Schönes geschrieben? Victoria schreibt, wo bist du? Wo reitest du gerade? Also jetzt geht's, denke ich mal, erstmal nach Fort Winter, oder? Dass wir erstmal die ganz normalen Rennen weitermachen. Und Leonie schreibt, ach du Scheiße, Leonie schreibt Romane. Olli, 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 Olli. Mann, ey, Olli, 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 Olli. Manu, was ist jetzt los? Antworte, Olli, Olli, Olli. Hi. Selbst das Chat in der SSO funktioniert heute nicht richtig, aus dem Grund, weil der überlastet ist. So, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt hier. Fischerdorf. Wir sind Fischerdorf? Mhm. Ja, komm, also hier dieses Ding da dran. Wie heißt die? Ja, ich weiß nicht, wollen wir jetzt uns abholen lassen nach Fort Pinta oder so? Oder wie machen wir es jetzt? Würde ich vorschlagen, wa? Ja, das Abholen dauert wahrscheinlich ein bisschen. Mal gucken, wann wir da sind. Genau. We will see. Ich bin da. Dann ernst? Ja. Uli auch. Uli rennt auch schon los. Ich bin auch in Fort Pinta. Und Fort Pinter, alles klar. Na, wir haben ja gesagt, na, morgen haben wir schon alles. Mhm. So, ich warte auf euch, ja? Bei James. Mhm. So, ich trinke noch kurz was. Übrigens, ich habe genug Starcoins, um mir Spirit zu kaufen. Was? Das heißt, es kommt jetzt tatsächlich dazu, ich hole mir Spirit. Spirit wartet jetzt seit über ein Jahr drauf, dass ich ihn diesen scheiß Apfel kaufe. Lady Anubis, hi, wie geht's dir? Wann kommt ihr denn? Das ist langweilig hier an der Startposition.
auch niemand in Sicht. Oh, hat's gerade draußen geblitzt. Also ich stehe am Start. Bist du zu schnell geritten? Auch? Ich sehe dich gar nicht. Tanne, warum sehe ich dich nicht? Weiß ich nicht. Siehst du mich? Nö. Okay. Wir sind doch im gleichen Fort hinter, ja? Nee, ich bin auf EU3. Ach so. Mhm. Lady Anubis schreibt, hab ein Gewächshaus auf dem Balkon hängen, sonst gut und dir? Ja, auf dem Balkon hab ich, Wo hat ein Balkon? Ja, ich hab ein Balkon hier, ja. Nee, aber auf jeden Fall kein Gewächshaus, aber ja, sonst geht's mir auch gut. Ich hab nichts zu hängen. Also doch schon, aber das ist jetzt hier ein bisschen... Müssen wir nicht drüber gehen. Okay, 3, 2, 1, und ding. Los geht's, genau. Heide Witzke. So. Nina Stone Hurricane hat sich ausgenockt. Richtig. Bei dir auch? Ja. Oh, wir haben gleiche Freunde. Nee, wir sind nur zufällig im gleichen Club. Ach, das ist was, ein Club, ja? Was, ein Club aus Locking? Aus Locking? Ja. Ein Club aus Locking, genau. Da fängt es schon gut an, dass wir uns nicht sehen, ne? Du wolltest ja unbedingt mit dem Transporter fahren, das hast du jetzt davon. So. Ich habe euch vorher schon nicht gesehen. Ja, ja. Ihr seid ja auch mit Transporter gefahren. Wir haben uns noch abholen lassen. Ja, ich mich auch. Nee. Doch. Nein. Und ob? Ja, und dann bist du mit dem Transporter nach Fort Pizza. Darüber hat ja niemand geredet, das ging ja ums Abholen. Mimimi. Und es kommt eine Loot. Judy Major, hi Mr. Man. Mr. Man? Wie kommst du denn auf Mr. Man? Herzlichen Glückstrumpf. So. So, jetzt muss ich mal gleich die nächste Nachricht lesen. Seid ihr bald mal da? Ja, ich bin schon im Ziel. Ich auch. Hab Schnapp gegeben. Ich auch gleich. Seh euch nicht. Ich seh dich aber. Und ich seh auch jetzt Olli. So, da steht normalerweise zwei Stockwerte weiter unten. Sturm lässt grüßen. Auf welchen Server gammelst du rum? Wir gammeln auf Server. Gammelst du? Gammeln. Auf Server 4, also Strawberry Kingdom, sind wir auf jeden Fall. Und. Wir gammeln nicht. Nee, wir schimmeln nur. Das ist ja schließlich ein Pferdespiel. So, auf nach Steve. Ja, bin unterwegs. Ja! Nach Steve. Ich nehme die Fähre dorthin. Alles klar, mach das. Ah, shit, ich hab in Fort Pinter was vergessen, das mach ich nachher noch. Ich muss ja noch einen Apfel kaufen. Ah, das machen wir dann in der nächsten Folge, dann nenne ich die so. Ich besorge mir Spirit. Oh, in 10 Minuten geht das Pony-Championat los. Ja, dafür müsste ich Pferd wechseln. Ich auch. Judy wurde gesperrt. Warum wurde Judy gesperrt? Hat sie etwas Böses geschrieben? In Großbuchstaben geschrieben. Sagen wir es mal so. Ah, sie hat geschrien. Ah, ja. Immer schön klein schreiben. So. Ich finde irgendwie, dass mein Pferd ziemlich lahmarschig ist. So, ich stehe am Ziel. Sag Bescheid, wenn du da bist. Am Start, nicht am Ziel. Ist Start und Ziel nicht das gleiche? Ja, nee. Weiß ich nicht.
Nein. Nee, ne? In dem Fall nicht. Es gibt zwar, glaube ich, ein paar Rennen, wo es so ist, aber das jetzt nicht. Mein Stuhl quietscht. Ich bin da nicht. Oh, mein Telefon hat aufgehört zu klingeln. So, ich bin auch am Start. Okay. 3, 2, 1, klick. Jetzt sehe ich euch. Achso, da hast du irgendwas geschrieben zum Thema Podpinter. Du hast schon gestartet, ne? Ja. Ich drück auch mal gesagt, drauf. Ich stehe da. Warum reitest denn auch ein Uri, wenn du schnell sein willst? Ja, na, ich will das Urfeld auch mal ausleveln, ne? Ich will ja so langsam mal anfangen, dass ich alle meine Pferde auslevel. Aber ich muss auch wirklich sagen, dafür, dass es ein recht stabiles Pferd ist, ja. Ich will jetzt hier nicht nochmal ein Pferd beleidigen. Ist es aber recht hübsch, finde ich. Egal, ob es in der normalen Variante oder in der blauen Variante ist, ja, wenn es sich da umwandelt. Was ist das eigentlich für eine Rasse? Ist das ein Shire? Urpferd. Ja, aber was kommt das als erstes ran? Ja, Richtung Shire, im Prinzip, ne? Egal eigentlich. Kaltblut halt. Ich weiß nicht, ob das Blut kalt ist. Müssten wir dafür mal kurz... Nein. Olli, ja. Nicht lustig. Nein, finde ich auch nicht lustig. So, ich trabe, wortwörtlich ich trabe, Richtung Windmühle. Bin unterwegs. Ich bin noch auf dumme Ideen. Nein, man probiert das nicht entfernen aus. Jetzt galoppiere ich. So. So, warum reitest du auch ein Uri, wenn du schnell sein willst? Das sage ich schon seit fast 2 Jahren. Ist bisher bei 2x15 geblieben. Zählt als Shire, soweit ich weiß. Ja, ja, ich denke auch. Wegen dem Pushels an den Füße, Hufe, ja, Beine. Ja, richtig, genau. Das geht schon so. Ja. Wegen dem Pushels am Fell. Genau. So, 3, 2, 1. Okay, klick. Ich hab Olli am Start stehen lassen. Ja, ich hab's noch mitgekriegt. Da ist sie euch nicht. Noch nix. Oh, ich bin blau. Du hast morgen Frühschicht? Ja und? Wie kannst du doch jetzt nicht mehr blau sein, hör mir. Hat sie aber auch schon gerade wieder erledigt. Achso. Geht aber schnell bei dir, wa? Ja, ne? Blau fertig. Genau. Oh Mann. Victoria hat sich ausgeloggt. Das muss zum Beispiel jetzt jemand aus deiner Freundesliste sein. Alles gut? Sicher? Nein. Ja, bestens. Danke der Nachfrage. Sag mal, von wo kommt? Ach du Jemini, ich habe ja fast die Höchstleistung gehabt. Eine Sekunde habe ich vor meiner Höchstleistung. Nicht mal eine. So, jetzt machen wir wirklich das komische Hasenrennen wieder, wa? Ja, ich reite. Oh, ich habe Uli gesehen. Yay! Schweinebacke. Schweinebacke. Genau. Hallo, Lenden. Ich bin gerade immer noch am überlegen, wer Lady Anubis ist. 3, 2, 1. Okay, los geht's. Lady wer? Anubis. Anubis? Ich kenne nur das Haus von Anubis. Ah, bleib stehen, bleib stehen. Habe ich früher gerne geguckt. Ja, der Name sagt mir auf jeden Fall auch was als Zuschauer. Aber ich bin jetzt gerade. Als Zuschauer? Zuschauer. Hm.
Wenn ich vor einem Schuhgeschäft stehe, bin ich auch ein Schuhschauer. Nicht? Ah, bleib hier, bleib stehen, bleib da. Wie viel habt ihr schon? Ich hab erst 8. 9. 11. 12. Fertig. Ich auch, abputzen. Uli, Uli, Uli! Ja? 49! Glückwunsch! Das letzte Häschen will nicht. Bleib! Ich mal eine Möhre hin, vielleicht kommt es dann zu dir. Ja, hat funktioniert, danke. Musst du den richtigen Hasen zeigen. Genau. So. Weil die sucht immer noch die falschen Hasen. Der verweiblichte Wächter der Unterwelt bist du, okay? Gut, dann ist das auch erledigt und weiter geht's zu Marley. Marley! Hey, hey, Marley. Hey, Marley, hey. Hey, hey. Hey, Marley, hey. Zieh fest die Zügel an. Nein, bitte nicht, dass du dem Pferd weh. Hey, hey, Marley. Na, 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 Marley! Marley. Ach ja. Okay. Ach doch. 3, 2, 1 und Wie hieß der Film? Marley und die Pferde, ne? Oder irgendwie so. Marley und die wilden Pferde, ja. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Chain. 11. 12. 13. 14. 15. 16 Hindernisse sind das bei dem Springen. Ach, falsches Pferd, scheiße. Leo Löwen schreibt schon wieder Olli. Leo Löwen, der Chat funktioniert derzeit nicht in SSO. Wann musst du schon tatsächlich hier rüber schreiben? Weil die Chat-Nachrichten, wenn du mir eine schreibst, kommt die 20 Minuten später erst an. 3, 2, 1. Spirit ist in Südhof. Danke für den Hinweis. Südhof, dann müsste ich mir nachher in Fort Penta den Apfel holen oder nach Südhof. Hast du dich gesagt, das wolltest du in deinem nächsten Stream machen, wenn du den Stimmt. dann so nennen kannst? Richtig. Oder? Ja, dann nenne ich den Stream so. Ja, der ganze Vorgang dauert dann eine Minute und dann. Ja, das war's mit der heutigen Ausgabe. Oh, das Goldplatten-Championat ist gleich. Das haben wir auch schon gemacht. Dann wieder? Hm. Hier zweimal täglich. Die kommen öfters, mehr alle als zweimal täglich. Alle zwei Stunden oder so, ne? Ich mein Pferd ist ein Level aufgestiegen. Auf jeden Fall öfter. Ja, ich brauch nur noch das New Hillcrest, also. So, als Zuschauer kann ich dir eigentlich nichts sagen. Bin in Twitch selten in SSO-Bereich unterwegs. Ja, LOL und Frostpunk. Falls du da mal was gestreamt haben solltest. Nee, das ist unwahrscheinlich. Also LOL generell nicht. Und ich stehe auch hier. Nur Olli. Okay. Ja, was jetzt? Ja, noch weiter, ne? Ja, wohin? Na, da weißt du doch schon. So. Okay, alte Rennmann von der Baru, okay. Genau. Ich weiß nicht, ob ich richtig reite, aber ich reite einfach mal da lang. Ja, du reitest. Alte Rennmann. Oh, ey, mein Pferd ist so schnell geworden. Theoretisch könnte man dann aus dem Observatorium und kurz das Rennen bei Mario machen. Bab und. Rosengarten ist ganz wichtig bei mir, weil da muss mein Ruf noch verbessert werden. Also, hier. Hast du Weingarten ist mir egal. Fertig? Nee, deswegen ja. Mein Ruf, da muss noch einiges gemacht werden. Weingarten an sich ist mir egal, aber Rosengarten halt. Olli, ich hab dir da schon mal was angeboten, ne? Na, ich will es ja selbst auch machen, ne? Du willst. Na, ich will ja später nicht sagen, ja. 3, 2, 1. Ich habe von dem, was ich erreicht habe, nur 50% gemacht und der Rest hat. Ne? Und ich komme ja voran.
kommst vor, als ob Uli schon alles gemacht hat heute. Hast du überhaupt noch was Blaues auf deiner Karte, Uli? Uli? Uli, Uli, Uli? Alles erledigt. Okay. Alle Rennen, alle täglichen Questen, selbst Pony und Island rennen da. Alter Falter. Ja. Hast du echt eine blanke Karte? Ja, ich habe nur noch Symbole wie Anhänger, Postfach, hast du nicht gesehen. So, wo ist Olli? Olli, du hast nicht so lange. Mach schnell. Nee, wirklich, mach das dann in dem Fall im nächsten Stream. So, eindeutig, zweideutig, zu früh. Wie jetzt eindeutig, zweideutig? Zu früh? Passiert schon mal. So. Hallo, Tag schön. Ich will mal ganz kurz das Observatorium-Rennen machen. Dankeschön. Im Ernst? Ich hab dir gesagt, mach ich ganz kurz. Okay. Das dauert ja nur 2 Minuten, dann bin ich wieder unten. Warte mal, hattest du nicht gesagt? Jetzt geh ich gucken. Hier maunst es. Da im Keller waren wir, das weiß ich. Wenn es genau davor miaut, dann ist es wieder unten im Keller. Tatsache. Ist sie wieder da, ja? Ja. Ja, ja, ja. Mal mitgenommen. Stellt die jetzt doppelt oder so? Keine Ahnung. Ups. Das könnte heute eine Bestzeit werden. Ich bin heute so richtig gut in diesem Rennen. Aber immer wenn man sich das denkt, dass es die Bestzeit werden könnte, passiert noch was. Und gleich kommt's. Oder? Ich weiß oder, es nicht. Oder? Macht es jetzt ganz gut aus. So, ich warte jetzt bei der Baro auf euch. Ich habe das oberste Rennen gemacht von den dreien, mehr mache ich hier auch nicht. Also beim Weingut mache ich gar keins, ich mache nur beim Rosengarten noch. Okay. Gut, dann gehe ich jetzt runter zum Rosengarten. Komm mit. Beziehungsweise wir treffen uns da. Können wir uns denn sehen? So, im Ziel. Und das ist die beste Zeit? Natürlich nicht. So, hallo, ich wollte das kurz abgeben. Gehst du nach Björn oder direkt irgendwo anders hin? Na, da wo das Rennen halt ist. Ist ja rechts da, neben Björn, ne? Ja. Seh dich, Tanja. Agneta, du siehst mich? Cool. Ja. So, ja. Ich warte auf der Koppel auf Südhof. Ich weiß noch gar nicht, ob ich nach Südhof heute überhaupt gehe. Ich habe doch gesagt, das mache ich dann erst beim nächsten Stream. So, was anderes. Ich habe eigentlich fast alles an Kram durch, den es gibt. Weißt du, wo man das Connemara-Rennen freischaltet? Das Connemara-Rennen? Ach, das ist doch hier vorne, ne? Oder, Tanja? Hier, was gegen wen? Ich war es nicht. Connemara-Rennen ist hier auf diesem Trainingsplatz hier vorne? Irgendwo da? Das war, aber das ist immer nur eine Woche, glaube ich, gewesen. Aber da steht immer noch irgendwas in Gelb davor. Echt? Okay, dann geht das noch. Ich habe keine Ahnung. Ja, Frage beantwortet. Guck mal gerade was nach. Das ist da irgendwo. Ich warte auf der Koppel, was? Ich meine nichts berührt. Ja, sonst? Was meinst du sonst? Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich heute überhaupt in Situf bin.
So. Ach man, welches war das jetzt? Chris. Ach du Scheiße. Heute ist Sonntag. Ja, heute ist Freitagabend. Wir haben jetzt noch ein ganzes Wochenende vor uns. 19:30 Uhr ist nochmal New Hill Quest für mich. So, kann eigentlich nur eine von drei Ruffraktionen sein, die hoch müssen, oder? Ich bin da überfragt. Ich sehe Olli, aber wo ist Tanja jetzt? Ich bin nochmal gerade weggeritten, ich komme gleich wieder. Was wissen jetzt? Dann mache ich mal 3, 2, 1, ja? Ja, mach mal, ich mach das Rennen sowieso nicht. Weil ich habe danach eh noch die ganzen Rufdinger hier, die zwei. Ja. Weil Rosengarten 3, 2, 1. Meins. Ja, das Connemara-Rennen ist noch hier oben. Das wollte ich jetzt gucken. Mein Pferd steht. Warum tut es das? Weil es das kann. Genau. Und warum kann es das? Weil es das tut. Servus. Richtig. Ups. Ja, warte. Aber Eichhörnchen und so ein Blödsinn kannst du hier nicht mehr machen, ne? Ich habe schon lange keine Dings mehr von hinten genommen, ne? Richtig, deswegen frage ich. Das ist schon ziemlich lange her. Ich habe jetzt noch hier irgendwas abernten und sauber machen. Okay. Hallo Tanja. Hallo Uli. So. La la la. So, Ems hier. So, dann kann ich hier gleich noch kurz ein bisschen sauber machen. Wenn ich schon mal da bin. So. Benutze. Hä? Mhm. Siehst du Olli auch nicht? Das muss ich benutzen. Nee. Wer sieht mich nicht? Wir. Warum seht ihr mich nicht? Weiß ich nicht. Dann müsst ihr mal genauer hingucken, ne? Aha. Hier war eine Emmy. Für 10 Sekunden. Ich wollte dir nur noch meinen Pony zeigen. Kannst du nicht auch theoretisch nach Morland oder so? Du bist doch auch Lifetime. Weil da bin ich spätestens nachher, wenn ich mich auslogge nochmal. So. Oder wieso kommst du nicht einfach dahin, wo wir sind? Ach, hier steht der beide. Da ist ein Olli. Da ist ein Olli. So, erledigt. Und ist mein Ruf besser? Nein, ist er nicht. Wie viel fehlt noch, dass mein Ruf besser ist? Ruf. Ja, 5420 von 6000. Noch 2-3 Mal das machen und dann. So. So.
Ich bin wieder planungslos. Was wollten wir machen? Du wolltest mir noch bei den Kürbissen die Spinne zeigen. Ja, bei dem Kürbis, da blubbert es. Anja? Ja, hier. Ich hab ein Netz gefehlt. Ach so, scheiße. Ja, kann man so sagen. Hat es denn bei dir bei den Kürbissen gelingst? Eigentlich nicht, aber vielleicht habe ich es auch überhört wegen dem Rasensprenger da. Wir können ja mal kurz hindüsen. Ja, ist dann ja wieder da. Weil entweder war es am Haus oder direkt am Kürbis. Also, in den Kürbisdingern. Aber ich glaube, das haben wir damals, da hat uns Lena damals hingelost, deswegen habe ich das schon. Und das haben wir ja eigentlich zusammen gemacht. Ich weiß, dass ich mir mal Sachen notiert habe, aber... Ich nehme gerade schon den Umweg, wa? Aber manchmal klappt das, manchmal klappt das. Was, wo willst du hin? Hier runtergleiten und es funktioniert. Nein. Vielleicht war ich zu schnell. Warte auf mich. Nee, ich komme da nicht heil runter. Ja, das ich hab's auch dran gegeben. Das können halt nur Profis. Ja. Wo bist du aber denn? Also jetzt gleich bei Jaspers Kurbisfarm. Aber weißt du, wenn man 20.000 Mal scheitert, dann hat man irgendwann keine Lust mehr. Dann sagt man sich, gut, wenn ich einmal außen rum reite, bin ich schneller da und überlebt. Ja, das stimmt. Ah ja. Ach nee, ach ja. Oh. Ja, da ich die Spinne nicht mehr sehe, wird das jetzt total lustig herauszufinden, wo du die nochmal genau war. Lena, bist du zufällig gerade da? Aber normalerweise müsstet ihr die auch haben. Wir haben die doch zusammen gemacht damals. So, wo bist du denn jetzt? Du stehst hier bei den Kürbissen. Ups, warum steige ich denn jetzt ab? Wo hast du die weggesammelt? Du, das ist jetzt schon, das haben wir damals mit Lena zusammen gemacht, deswegen wundert es mich, dass du die nicht hast. Wo sehe ich denn jetzt nochmal die Spinnen? Das war unter Sternbuch. Ja. So. Spinnen, so. Ja, hier nix. Das ist doch Golden Hills hier, oder? Sieht das schon zu Golden Hills näher? So halbwegs. Also insgesamt, ja. Dann ist es die wahrscheinlich. Hast du da die Spinne 10? Golden Hills? Golden Hills. Ja. Das hast du dir wahrscheinlich schon, sonst müsstest du jetzt hier bei dir miauen. Nein, komm mal mit. Weil da weiß ich nicht ganz genau, dass Lena damals gesagt hat, ja, ihr müsst aber zwischen den Kürbissen gucken, dass ich Spinne. Ich hab. Komm mal mit, Olli. Ich bin hinter dir. Ich habe den Stream heute genannt, endlich mal wieder richtig leveln, weißt du? Ich habe noch keine einzige gelbe Quest gemacht. Fällt mir gerade so auf. Also hier ist es ganz stark am Miauen, wo ich jetzt stehe. Wo stehst du denn? Auf dem Kürbisfeld. In der Nähe vom Rasensprenger. Ja, dann bleib da mal stehen. Such die mal und bleib mal da stehen. Bei mir miaut es da nämlich nicht mehr, weil ich die schon habe. Ja. Ich hab's, ich sehe sie. Berühren, könnte giftig sein. Ja, die hier habe ich schon. Hier hast du schon. Da ist eine unter der Brücke. Aber das zählt zu den Questdinger von Pi. Hä? Spinn von Pi. Spie von Pi. Ja, Spie von Pi. Spinni von Pi.
Die habe ich schon, falls du mir jetzt da eine zeigen willst. Hier gibt es ja zwei insgesamt. Eine ist unter so einem Brett und eine ist schon mehr außerhalb, da wo auch der Stern ist. Oh. War. Zeig mal. Die unter. Hier gibt's auch die da unter hast du, ne? Die da drunter habe ich. Und dann komm mal mit. Das haben wir doch eigentlich schon gemacht gehabt. Bis ich auch mal arbeiten bin oder nicht dabei bin. Oder du mal über dem Discord dran bist. So. Ja, aber wir haben ja eigentlich die mal. Da unten, wenn du jetzt da runter gehst. Hast du hier eine? Ich hör das nicht. Moment, Moment, ich bin gerade. Ich glaube, ich. Blöder Gaul. Ja, warte, ich komme wieder am Anfang raus. Ich glaube nämlich hier hinten an der Ecke war noch eine. Wo bist du? Wollt ihr jetzt noch mehrere Spinnen durchgehen? Weil ich sammle die jetzt hier sowieso nicht auf. Weil dann würde ich mich ausloggen. Wissen. Ja, also normalerweise nicht. Ich wollte eigentlich ja andere Sachen. Ich wollte ja eigentlich die richtigen Quests machen, weißt du? Gell? Wenn ich krieg einen Föhn, ich krieg's kotzen. Bist du müde, Tanja? Nee, aber es ist ein bisschen doof, wenn man hier neben einem Rasensprenger steht und die ganze Zeit dieses Klappern davon im Ohr hat. Ja, ich weiß jetzt auch gerade nicht, wo die ist. Wieso stürze ich da ständig ab, Mann? Will die mich verarschen. Ich bin auf dem Weg nach Moorland. Ja, okay, dann sehen wir uns vielleicht näher nochmal da. Auf jeden Fall, Jorvik-Stall ist auch noch ganz wichtig, dass ich dann nochmal oben eine Kleinigkeit mache, dass ich da 15 Punkte bekomme für den Ruf. Ich hab Probleme drüber, heute nicht. Du stehst da unten. Ja. Da müsstest du eigentlich am Ende eine Spinne sehen. Wenn nicht, hast du die auch schon. Bei mir ist so, als ob wir die damals zusammen gemacht haben mit Lena. Da hast du dir noch alles aufgeschrieben gehabt. Aufgeschrieben. Ist da was bei dir? Nee. Aufgeschrieben, aber nicht eingesammelt. Also da müsste es eigentlich gewesen sein. Und dann habe ich hier sogar noch einen Stern gefunden gehabt, ne, den ich vorher gar nicht gesehen habe. Komisch. Vielleicht hast du das tatsächlich schon. Nein, es springt aber nicht. Das zählt doch zum Goldblatt. Ich glaube, wir müssten hier so langsam auch wieder Tanja ablösen. Mhm. Ich glaube, Tanja verzweifelt schon. Ich habe jetzt das Internet aufgemacht, damit ich das Klappern nicht die ganze Zeit höre. Das ist so schlimm, ja? Oh, ja, das nervt. Hallo Frau Tanja. Seht zwar niemanden, aber hallo. Hey Olli. Ich sehe Uli. Ja, ich sehe aber nur Olli. Ja, also okay, da wo Olli jetzt steht, jetzt geht er weiter.
Ja, Achso. ist okay, ich sehe dich. Okay, direkt vor mir ist die Spinne. Eine grüne. Bei mir war es auch schon wieder da. Genau hier. Ah. Gefunden. Jo. Danke dir. Da. So. So, gelbe Quest. Ich weiß ja nicht, was ihr jetzt macht. Ich gehe mal einmal ganz kurz zum Jorvik-Stall, ja? Ich will kurz da endlich das geklärt haben, hier, dass mein Ruf da besser wird. Die mögen mich nämlich schon seit Ewigkeiten nicht mehr, die komischen Leute da. Gibt es überhaupt irgendwas zum Jorvik-Stall? Sunfield Farm. Und von dort aus dann dorthin, wa? Sanhedrin. Das ist ja einmal rückwärts raus und Ah, einmal rechts. das Gute ist, ich bin jetzt auch bald schon Level 19, wa? Das rockt. Was andere in 3 Monaten machen, das mache ich in 1 Jahr. Ich bin Level 20. Man merkt, dass die ganzen Kitties so langsam mal offline gehen. Entweder müssen sie Abendbrot essen oder. Keine Ahnung. Genau, hier ist Sunfield, das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, ich kann hier demnächst Quest annehmen. Sieht das ganz gut aus. So, wie komme ich jetzt hier nochmal? Jetzt mache ich links und dann gleich, glaube ich, rechts und dann ist, glaube ich, da. Stalleinfahrt. So, hallo. Ich glaube, das Sinnvollste ist, kurz das Rennen zu machen beim Jorvik-Stall, wa? Und dann werde ich noch, glaube ich, ein, zwei Rennen, Dings machen. Nicht Rennen, sag ich, ein, zwei generell gelbe Quests dann. Also bei Hexe P ist das die einzige Spinne, ne? Da drinne. Weil die War, meint zwei. ich glaube, da Ich habe waren nur zwei. eine. Ich habe nur Ich die hab. unterm Brett. Ja, unter Brett, genau, die habe ich jetzt auch. Oder ich verwechsel das jetzt mit dem Stern. War da hinten ein Stern, wo ich war? Das kann sein. Hier war auf jeden Fall mal ein Stern. Aber den habe ich ja. Aber hier quiekt ja auch nichts mehr. So. Ich mache jetzt auch nur das eine Rennen. Hauptsache, ich habe das mit dem Ruf jetzt. Das war gestern sowas von ärgerlich. Ja, alles fertig gehabt und dann 15 Punkte fehlen noch. So. Ach Mann, vorbeigeritten. Hey, let's go und Anni, Hallöchen. Wie geht's euch? Und ich bin im See hier. So, bitte ruf, bitte ruf. Los, verbessere dich, verbessere dich. Warum kommt da keine Meldung? Dann mach das andere Rennen noch, dann hast du links das Pferd gelevelt. Ja, ich guck mal ganz kurz. Eigentlich müsste doch da jetzt eine Meldung kommen. Wo ist Jorvik-Stall? Der Jorvik-Stall. Was? Jetzt fehlen mir noch 10 Punkte? Ja, dann mach das andere Rennen Ja, noch dann mache ich das schnell. doch, ja. Okay, das andere ist ja eh Elite, das geht, glaube ich, eh ein bisschen leichter. Obwohl es eigentlich Elite ist, aber. Ist ja nur ein bisschen springen. Ja, ich bin da, wo bist du?
Wo bist du? Start, Ziel. Achso, ne, ich mach grad das Rennen. Ah, Andi geht's gut, das ist doch schön. Andi muss endlich mal wieder Starwider oder Lifetime werden, dass sie wieder mal bei SSO mitmachen kann. So, ich bin im Ziel. Werde ich jetzt meinen Ruf aufbessern? Hallo, ich möchte gerne, dass mein Ruf gebessert ist. Aufgebessert ist. Los, los. Es kommt schon wieder nichts. Ich guck nochmal. Ah, jetzt! Bisschen verzögert. Alle im Jorvik-Stall mögen dich. Ja, ich mag euch auch. So. Was habe ich denn jetzt eigentlich für... Ja, ich mache glaube ich gleich hier in der Sunfield Farm, da vorne ist was, da kann ich kurz hingehen. Tanja, wo bist du eigentlich? Im Goldblattwald. Ist da irgendwas Spannendes? Ich suche noch Spinnen. Ganz okay, nach einem Arbeitstag, der nervig war, ganz okay, okay. Nee, SSO ist nicht mehr so interessant. Ja, SSO ist für dich bloß nicht interessant. Ich bereite jetzt schon da vorbei. SSO ist für dich jetzt bloß nicht so... Ich bin gefährlich gestürzt. Es ist für dich bloß nicht mehr so interessant aus dem Grund, weil du kein Lifetime oder ähnliches hast. Also in der Nähe von der Emma ist zumindest keine Spinne. Hexenberg kann ich mir gut vorstellen. Begnadigung eines Wesens. Ja, da reite ich jetzt auch noch hin. Quest, 30 Minuten. Jetzt was, Olli? Na, ich versuche gerade meinen Weg zu finden, da wo ich hin soll. Wo sollst du denn hin? Zu Idun, weiß ich was, Dings da, Bums da, keine Ahnung. Oh, Wand. Idun, die ist doch auf der Sunfield Farm, oder nicht? Keine Ahnung, ob ich mal muss ich da hin. Erst reite ich mal runter, gucken, ob unten was ist. Idun ist. Ja, hier quietscht es. Es quietscht bei dir. Jo, es mietzt. Mietzt und mautzt. Wer Idun ist. Wer ist Idun? Oh, und da oben ist ein Herz. Das heißt, da muss ich auch noch meinen Ruf ein bisschen verbessern. Komm ich da durch? Ich komme da tatsächlich durch. Das ist geil. So, hallo, hier ist irgendwo jemand. Wer möchte mit mir reden? Ich weiß, ihr wollt doch alle mit mir reden. Bei den Zwillingen bin ich jetzt da oben. Ach da. So, die Zwillinge. Hallo Idun. Tristan freilassen? Ne, Tristan müsst ihr nicht freilassen. Nee. So. Begnadigung. Eines Miesetiers. So, was soll ich jetzt machen? Ich lese mir immer nie die Quest durch. Iduns Beschluss. Richte Philipp und Idun aus, dass ich ihnen zustimme. Ach, ist euch wieder zurück? Ich habe hier nichts Besseres zu tun. Wer ist Philipp? Ja, eigentlich Sunfield Farm. Okay. Als ich eben runtergeritten bin, hat's gequiekt. Jetzt hört's auf. Was soll denn der Scheiß?
Die wollen dich doch alle nur verarschen. Ja. Oh. Ach, da oben sitzt du. Nee. Kleines, ach so. Dieses Stück. Hab ich dich. Muss gegen den Berg springen, auch nicht schlecht. So, ja, 3 von 10 gefunden. So, ne, man hüpft einfach die ganze Zeit um die Gegend wie eine bekloppte. Ja, das kann man auch machen. Das ist aber, ne? So ist SSO halt. Wer Annie Starwider würde es eh wieder spielen. Auch wenn sie jetzt Nein sagt. Anni, wir kennen uns mittlerweile mindestens schon 10 Jahre, ja. Das heißt, ich weiß das ganz genau. Oh, die NTV hat wieder spannende News. Todesopfer durch Sturm Eberhard. Hm. Ach nee. So, Philipp. Noch ein Sohn, der abgehauen ist. Och nö, oder? Okay, ich kümmere mich drum. Irgendjemand muss den Scheiß ja machen. Ah. Baum, Stein, Aua. Achtung, Baum fällt. Ja. Der Sturm Eberhard ist schuld. Ja, ich weiß. Ach, da unten soll ich hin. Ich komme. Anneliese. Oh, Anneliese, popel mich. Genau, ist ungesund. Hihihi. Ich nicht, ob das ungesund ist. Ich kann hier nicht absteigen. Ich glaube, ich weiß, wo noch was ist. Da gehe ich jetzt auch noch hin. Kann ich hier absteigen? Ja, hier geht's. So, Leo schreibt, wann kommst du nach Mordend? Dauert nicht mehr lange. Ich komme da sicherlich gleich mal vorbei. Ich weiß gar nicht, ob ich in Borland auch noch eine Quest habe. Ach, Tristan, was machst du denn da im Wasser? Willst du sterben oder was? Vielleicht retten wir dich auch erst im nächsten Video. Ah ne, ich hole dich da mal raus. Los, komm. Du siehst Tristan aus dem Wasser, ja. Ach, wie schnell deine Klamotten getrocknet sind. Ja, ich weiß. Was? Wie so Filmfehler, ne? Was? Ach so, hier. Hi, Thor. Dein Hammer? Der Ausreißer, der ein Kind rettete. So, dann ist das auch geregelt. Hi, Thor. Tristan. Okay, hier nicht. So, jetzt sind alle wieder weg. Gut, dann gehe ich mal wieder zurück. Hast du gerade gesagt, dass wir uns schon 10 Jahre kennen? Ja, also Minimum 10 Jahre. Könnte auch ein bisschen mehr sein. Ach, schön zu sehen, dass Uli ihr Pferd da absteigen konnte. Ja, Pferd. Ich hab's quietschen hören. Ich hab's gewusst. Ich hab's geahnt. Und ich sehe das Drecksvieh. Verdammt, wie komme ich denn da jetzt hin? Oh, wei. Okay. Da hinten sitzt du, kleine Maus. Oh, eine Maus. Ich dachte, man muss das Spinnen suchen. Ja, eine Spinne. Ich habe eine Spinne gesichtet, aber ich komme nicht dran. Kriepel. Hallo Philipp. Ich wollte bis kurz die Quest abgeben. So. Kann ich hier noch gehen? Wie kann das bitte schön sein, ja? Ich bin mit dem Pferd den Weg hier hochgeritten. Wie kann es sein, dass Tristan und Thor schon hier oben sind? Die hatten kein Pferd, nix dabei. Da ist er. Sehr schön. So, jetzt sind wir schon wieder weg. Jetzt wieder nach Hause. So, das war jetzt die spannende Quest, ja? Die ich jetzt erledigt habe. So, was habe ich denn noch? Westkap Fischerdorf hätte ich noch eine Quest, die ich machen kann. Dark Horse Ölplattform. Oh Gott. Und dann habe ich eine Quest, die ich noch abgeben kann. Mondsicheldorf, Professor Hain. Hain, wegen 40 bin. Ja, den gehe ich jetzt zum Fischerdorf, wa? Ist ja gleich nebenan. Wo ist denn Fischerdorf? Tanja, Uli, ich reite mal hinterher, ne? Transporter, ja, gut.
Ja. Die Person, die aber sparen will, ja, nimmt jetzt einen Transporter. So Fischerdorf. Das war mit Sicherheit nur dir zuliebe. Wo ist denn das Fischerdorf? Ich finde das gar nicht. Ganz unten unter W. Ach, Westcup. Ach so, wegen Westcup. Ja, ah, das ja. Ist ja alphabetisch geordnet. Ja, kann sein. Da sag ich doch, wir kennen uns schon so lange. Also, ich glaube 9 oder 10 Jahre sind das an. Ach, guck mal, wir fahren mit dem Transporter los und kommen mit dem Boot an. Wo sind wir denn umgestiegen? Ja, jetzt wo du das sagst. Da hinten stehen sie ja. Also, das ist wirklich komisch, oder? Wieso kommen wir beim Boot an? So, ich suche jetzt hier aber weiter Spinnen. Ja, die Spinne. Ja. Das ist fies, ne? Die Möwen, die kreischen. Und da musst du erstmal gucken, ob du da die Spinne überhaupt raushören kannst. Hallo Daisy. Ich muss einen legendären Fisch fangen. Das schaffe ich doch eh nicht. Hi Tanja. Hi, hi. So, hast du gerade gesagt, achso, nee, das Nacht hatte ich schon. Ich lese jetzt hier schon wieder. Was, der Hänger wandelt sich um, wenn er das Wasser berührt. Ah. Aha. Ich habe jetzt hier einmal rund um die Insel nichts gehört, Tanja. Hast du auch hinter den Hütten geguckt? Ja, noch nicht. Aha. Ist wie ein Bettmobil oder so. Umdrehung. Ich wusste gar nicht, dass du noch da bist. Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, ja, das du bist da gerade frisch geboren, da kannten wir uns schon. So. Gut. Du bist dran, ja? Ich bin jetzt oben. Da, neben dir. Und ich werde jetzt mal meine Angel auswerfen. Und hier einen legendären Fisch fangen. Erstmal was trinken. Habe ich meine Route bei? Ja. So. Ich weiß nicht mal, ob hier oben überhaupt das zu Goldblatt gehört. Gut gefischt, aber der Fisch ist auch. Hast du denn jetzt eben welche gefunden gehabt? Hab ich am Hexenberg recht gehabt? Am Hexenberg war eine, aber nicht, wenn du auf das Gelände kommst, rechts Richtung hoch, sondern links runter. Hütte, ne? Sondern links runter reiten. Nee, eben nicht an der Hütte. An dem Hexenberg selber schon dran. Okay. Und der andere war hier bei der ehemaligen Schmugglerhöhle. Auf dem Weg dahin. Okay. So, wieder zurück. Scheint wohl nichts zu sein. Vielleicht auch in diesem Wasserlabyrinth, kann ich mir gut vorstellen. Hoffe, das nächste Gebiet wird endlich das über Nordlink will wissen, was es mit den Türen am im Boden auf sich hat. Wann soll denn das neue Gebiet kommen? Gibt's da schon Infos? Also normalerweise machen wir so irgendwie jedes Jahr ein neues Gebiet, oder? Letztes Jahr kam hier Dundle und so weiter raus, ne? Ich höre wieder was. Wo bist du denn? Ich höre was ganz deutlich. Oh. Ja, hier auf dem Steg. Steg, auf dem Steg, auf dem Steg. Steg. Welcher Steg? Welcher Steg? Ah, da sitzt eine im Reifen. Da wo Verkaufsstände stehen, auf dem kurzen Steg. Hm? Wo es nach Jarlaheim geht. Hey! Bleib stehen, bleib stehen. Ja, ja. Mein Olli. Hallo. Ja.
Leo, bei Olli musst du halt Geduld haben. Okay. Oh, die singt das schon. I'm blue, blue, da, 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 da. Ja, ich wollte noch ein bisschen gelbe Questen machen, aber ich bin jetzt auch gleich im Mordezeit. Erzähl mir nur noch 5 Stück. Ich bin jetzt eh kurz davor, mich auszulocken, weil ich wollte nur eine kurze Runde machen, ne? Und wir sind ja jetzt schon wieder 2 Stunden live gleich. Und der Olli muss ja auch morgen früh raus. Stimmt. Oh, hier ist eine Spinne. Wo? Hier in dem ganzen Goldgebiet-Dings hier. Okay, mach mich fertig. Hier miaut auf jeden Fall was. Wo bist du denn, Olli? Na, frag mich doch nicht, wo ich bin. Auf dem Weg zwischen, also zwischen Fischerdorf und wo ich jetzt sowieso hin will. Dem Koppelding da, ne? Dem, was da dran hängt. Ja, ne, da ist auch ein Rennen, was man da machen kann. Zur Not guckt mal kurz im Stream, dann wisst ihr das ja ungefähr. Stimmt. Ich glaube, ich muss da. Ich glaube, ich muss dahinter. Ich reite jetzt erstmal zu Karin zurück, da waren wir ja schon. Es miaut hier. Ah, wo bist du? Du meinst bei Emma unten, wa? Da war ich eben, da habe ich schon einiges abgegrast, da habe ich nichts gefunden. Es miaut hier, wie verrückt. Hier ganz unten ist gar nichts mehr. Okay, das muss irgendwo noch oben sein. Ich bin jetzt erstmal Hexenwerk. So. Ja. Dann. Wie komme ich jetzt hier wieder heil raus? Also hier muss auf jeden Fall irgendwo was sein. Keine Ahnung wo. Okay. Ich komme ja nie wieder raus, ne? Ne, ich komme ja nicht mehr raus jetzt. Das habe ich jetzt verkackt. So, wo muss ich jetzt überhaupt genau hin? Wo ist es denn grün? Hab's. Am so. Spinnenberg? Ah, ich muss jetzt nach Morden. Am Hexenberg, ja. Ja, meine ich ja. Am Spinnenberg. Ich lass mich mal abholen. So, Leo, ich bin jetzt in Morland. So, er ist nicht mehr so jung, schreibt Anja, ja, da ist er vollkommen recht. Und genau, da kann ich ja auch noch hin. Kartatmung frei. So, wo ist jetzt da? Was ist wo da? Da wo? Ja, irgendwie da, wo Olli sagte, Karin, Emma, keine Ahnung, Spinne. In der Nähe von Emma soll wohl auch eine sein, da habe ich eben schon geguckt. Wer ist Emma? Emma ist die mit dem Rennen im Goldblatt, da, wo die Blätter so schön wehen. Weißt du, wo ich da meine? Unten in dem Loch. Ja, ja. Hast du? Erstmal runterkommen. Ich wollte wissen, ob du da eine gefunden hast. Nee, ich muss so. Da erstmal hinkommen. Ach so, ich habe verstanden. Ah, da. Irgendwie so. Och Mann, ich will nicht immer vor die Bäume laufen hier. Ja. Hast du sie? Nee, ich bin ganz woanders jetzt. Du glaubst gar nicht, wo ich bin. Oh. Ja, ja, ja. Da ist tatsächlich eine hier oben. Oh, cool. So, Leonie, ich bin jetzt übrigens da, ne? Wie soll ich das jetzt erklären? Richtung Fischerdorf zurück. Oh Mann. Da sitzt sie in der Höhle, Tatsache.
Wahrscheinlich muss ich von absteigen. Emma. Wo ist Emma? Ja. Da ist Emma. Jawohl, und zwar habe ich jetzt 7 von 10. Nee. Ich höre bei Emma nix. 6. Aber mir fällt gerade auf, ich müsste die Waschmaschine noch anschmeißen. Ach, danke, dass du mich erinnerst. Ich muss die Wäsche noch rausholen. Da muss ich auch noch. Dabei immer nichts. So, was, wo war jetzt? Höhle. Genau. Muss jetzt erstmal wieder runterkommen hier. Ich bin auf einem Berg drauf. Also Leon, ich bin auf jeden Fall unten beim Strand. In der Schmugglerhöhle? Nein, nicht in der Schmugglerhöhle. Ich habe gesagt, auf dem Weg dahin, wenn du dahin reitest, von hier unten aus, vom Fischerdorf aus. Den Linksweg? Diesen Pattweg. Diesen, ja genau, diesen Pattweg, wenn dann du den da lang reitest, Richtung Schmugglerhöhle oder ehemalige. Wie geht's dir, Wladimir? So. Jo. Gesundheit! Jo. Gesundheit! Gesundheit! Also irgendwo im Wasser oder was? Ja, da im Wasser ist irgendwo ein kleiner Stein und an dem Stein ist sie drin. Dran. Ah, ich hab was gehört. Da ist gerade, glaube ich, Leonie an mir vorbeigeritten. Könnte Leonie gewesen sein. So. Und da vorne ist was. Was ist denn hier los? Hier am Strand sind tausende Leute. Champi. Ich glaube, die machen Clubparty oder so. Oder so. Ja, da ist Leonie. Ach du Scheiße, das hier fährt klein. Die ist ja fast mit den Füßen auf dem Boden. Aber das ist ja, ja wirklich eine Mini-Edition von Pferd. Wo denn? Ja, mal. Ja, was aber ich sehe sie nicht. So, wo muss ich jetzt hin? Ah, wieder zurück. Leon, ich muss wieder zurück. So. Ah, hier auf dem Fass. Julia Sunny, hi, welcher Server ist das? Das ist Server 4, Strawberry Kingdom. Obwohl ich wieder fast am überlegen bin, ob ich für den nächsten Stream, kommt drauf an, wenn es am Wochenende ist, ich den Server wechsle auf Server 8 oder so, oder Server 9 oder 10. Server 10 ist jetzt ganz neu, ne? Willst du uns hier im Stich lassen? Ich hab keine Ahnung.
Julius, Hanni, auf welchen Server spielst du denn? So. Innen. Ich hab jetzt 5 von 10. Wo sind denn die anderen? So, was muss ich denn jetzt schon wieder für eine Aufgabe machen? Tanja? Hä? Wo sind denn die anderen? Ja, wie soll ich das jetzt erklären? Pass auf, ist hinten, wo die 3 Rennen sind, was? Da bin ich gerade am Rumtouren. Okay. Da habe ich nichts gefunden. Im Fischerdorf selber ist nichts, ne? Ich bin noch nicht fertig mit gucken. Lady Anubi schreibt, 9 wäre ich dabei. Also wie gesagt, wir waren ja auch schon mal auf 9. Aber du so kannst ständig mal hinkommen da. Wohin? Zum Dorf oder zu den Rennen? Da, wo die Rennen sind, komm mal hin, bitte. Okay, danke. Das wäre ganz cool, wenn du dann vielleicht auf Server 8 wechselst. Auf dem bin ich nämlich. Also wie gesagt, wir haben es ja schon mal gemacht. Wir waren ja schon mal auf Server 8 und 9, glaube ich. Die beiden hatten wir schon mal. Und da Server 4 jetzt ziemlich oft laggt, kann es halt sein, dass ich dann zumindest für Streams ab und zu mal einen Server wechsle, wenn ich merke, der ist zu langsam. Ich dachte, man kann nur einmal wechseln. Du kannst alle 30 Minuten wechseln. Okay. So, ich bin jetzt am Stall. Reite mit dem Komm Haken mal zu Eva. Zu Herrn Gut soll ich? Wo ist denn der Typ nochmal? Stopp, da bin ich. Halt, stopp. Ist es der, wo ich fahre? Rennt weiter. Ich sag halt, stopp und sie rennt weiter. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Ach, da bist du. Halt, stopp. Ich denke immer sofort, wie hieß der Andreas, ne? Keine Ahnung. Psycho Andi, ja. Ja, richtig. Es bleibt alles so, wie es ist. Halt, stopp. Jetzt rede ich. So, Boot anklicken. Ich hätte sonst auch heute auf Server 4 gewechselt, aber darf heute eh nicht mehr. Und ja, okay, dann ist es da eh was anderes. Ah, du kannst gerne uns followen, ja, weil wenn du uns followst und das vielleicht noch nicht getan hast, dann siehst du ja immer, wenn wir live sind und kannst dann halt mal mitmachen. Weil normalerweise sind wir auch an anderen Tagen. Und dann, wir hatten sogar schon mal Tage, da waren wir morgens um 7 oder morgens um 6 live. Solange du nicht wie der Klopapiermann anfängst. Der Klopapiermann? Kennt jemand von euch den Klopapiermann? Nee. Aber ich habe mir heute eine neue Toilettenbrille bestellt. Plus Deckel. Also. All in one, ja? Ja, richtig. So ein Around-Teil, ja? Oder musstest du den Deckel extra bestellen? Nee, da, ich glaube, der ist mit bei. So, geradeaus so ist eine Höhle auf der rechten Seite. Da hängt die direkt an der Wand. Hier ist ein Lagerplatz. Tatsache. Ach, jetzt soll ich hier angeln. Ich angle jetzt das erste Mal in Moorland, ja. Tatsache. Wie beißen denn die Fische so in Moorland? Der Typ, der erklärt, wie man sich mit nur einem Blatt den Hintern putzt. Ach, das war mal... Nein. Aha. Aber das hat mein Vater mir auch schon versucht beizubringen. Ach so, mit dem Loch in der Mitte, ja? Ja. Ja, das kenne ich. Muss ich das kennen? Ja, sparsam, weiß ich nicht. Ja. Wenn du sparsam mit Toilettenpapier umgehst, nimmst du ein einzelnes Blatt Toilettenpapier, machst ein winzig kleines Loch in der Mitte vom Blatt Papier, ja? Mhm. So, dass der Finger durchpasst. Und so, dass dein Finger da durchpasst. Und den Schniepsel, der dabei überbleibt, den hebst du auf, den schmeißt du nicht weg, den legst du dir an die Seite. So. Anschließend nimmst du deinen Mittelfinger, führst den durch das Loch und dann putzt du dir den Purpose ab. Nee, danke. Und jetzt fragst du dich sicherlich, wofür du den kleinen Schniepsel noch brauchst. Um Reste aus dem Fingernagel rauszuholen. Ist ja auch Ja, nee, jetzt reicht es mir. Okay. Gut, hab ich verstanden. So, streamst du auch auf YouTube? Ja, wir sind doch gerade bei YouTube live. Dann nennen wir uns klar richtig. Ach, stimmt ja, wir sind live. Ich hätte sonst auch heute auf. Achso, nee, die Datei hatten wir schon. Hab dich gerade gefollowt und Benachrichtigung on gemacht. Ja, vielen Dank dafür. Der Typ, der erklärt, wie man sich mit... Achso, die Nacht hatten wir schon. Der bei der Achso. Junior, Humor, check, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Hi, schön, dass du reinschaust. So, habe ich jetzt noch... So, dann habe ich jetzt Moorland auch komplett fertig.
Das heißt, ich habe jetzt noch eine einzige gelbe Quest. Und dafür muss ich zu Dark Horse Ölplattform. Wo war die denn nochmal? Willkommen Richtung Fischerdorf. Da wollte ich nämlich jetzt als nächstes hin. Da warst du doch gerade. Den gleichen Text Nein. ist das ein Déjà-vu, das hast du genau vorhin auch gesagt. Ja, aber es ist Tatsache. Ich stehe gerade vor dem Boot, wo ich. Ne, wo es nach Darkcore geht. Ohne Flachs. Ich kann es dir gerne per WhatsApp schicken. Ja, das glaube ich dir. Also am Stall selber hast du nichts gefunden. Mhm. Also da auf der Insel. Nein, ich habe da nichts gefunden. So, dann also am besten zum Fischerdorf und von dort aus weiter, ja? Ja, ich sehe dich, Tanja. Ich warte jetzt noch hier auf Olli. Oh, das ist aber lieb. Das ist dann die letzte Aufgabe, die ich mache, dann habe ich alle gelben Quests erledigt. Dafür habe ich jahrelang Rufquests gemacht, ja. So. Übrigens, ich höre eine Spinne in Moorland. Wie viele Pferde hast du? Ich glaube, irgendwas in den 20er habe ich mittlerweile, oder? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Keine Ahnung. Kann ich dir sagen, wenn du gleich da bist. Ich bin da, wo bist du? Ich bin beim Boot. Nein, mit dem Transporter kommst du beim blauen Boot raus, da wo wir uns vorhin auch getroffen haben. Oha, oha. Ja, bleib stehen, Tanja, der ist da nicht weit weg. Komm zu der langen Brücke. Ach so, die ganz lange, da hinten, okay, bin da. Ja. Da wo die Gorch Fork liegt. Und da ist auf der linken Seite sind drei kleine Bötchen im Wasser und in dem mittleren sitzt ein Seemann. Also der Steuermann. Ah, da kommt er, ja. Dankeschön. Da stand ich, wo du das gerade gesagt hattest. Und der untere Link, den musst du anklicken. Ich musste gar nichts anklicken, ich habe nur raufgedrückt. Ach Steuermann, so, dann bist du da noch nicht so weit, okay. Zum Hauptquartier von Darkcore. War ich da schon mal? Ja. Okay. Online-Gaming. Hi. Du bist zu schnell, schreibt Leo. Sorry. Ist so ein bisschen urig. Oh, jetzt kommt ein Video erstmal. Ja, ja. Kommt das immer? Ja. Ich war hier wirklich noch nicht, oder? Okay. Du wolltest mich noch ins Spiel schieren. Ach, ja. So, wo bist du? Jetzt sehe ich dich gar nicht mal mehr. Pech, nach der Darkcore Quest geht's noch ewig weiter. Bist du schon hochgeritten, Olli? Wo sind sie? Du musst dich ein bisschen herumschleichen, bis. Ach so, der ist in der Quest. Ja, wahrscheinlich. Gucken, ob's hier. Ich glaube, ich mache das wirklich gerade zum ersten Mal, deswegen kommt das ja gerade. Wir müssen die Pferde hier lassen, ne? Nö, eigentlich nicht, oder? Ich will nur wissen, ob's hier Spinnen gibt. Okay, doch, ohne. Ich war hier noch nicht. Ich hoffe, der Typ will jetzt hier nicht lang, wo ich gerade bin. Ach du Scheiße. Oh, es kommt irgendwas. Du wurdest gefangen und bist in die Hände von Darkcore geraten. Okay. Spiel vorbei. Wo bin ich jetzt gelandet? Ja, wie komme ich denn hier durch? Kommt man hier überhaupt mit Pferd lang und muss man langlaufen? Laufen. Ja, wie versteckt man sich nochmal? Was muss man da nochmal drücken? Steuerung, glaube ich. Du musst vom Pferd absteigen, glaube ich, schreibt Julia. Danke nochmal dafür. Pech nach. Achso, okay. Sanja, wo bist du? Ich stehe noch unten, weil ich gerade eine Nachricht schreibe. Moment. Verstecke dich hinter den Kisten. Benutze den Button. Um dich zu verstecken. Okay, ich nutze ihn. Genau. Anhören. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ich glaube, das ist eine Sackgasse. Ich muss in die andere Richtung. Oh, jetzt kommt der Typ. Hier ist eine Kiste. Wenn du mich jetzt nicht siehst, dann bist du blind. Der sieht mich nicht. So.
Ist gut, der haut wieder ab. Ne, noch nicht. Was machen die für Geräusche? Ja, ne? Bei jedem Schritt. Ja, bei jedem Schritt. So, ich steige jetzt ab. Ich gehe jetzt mit den Füßen. Aber du darfst ruhig schneller laufen. Danke. Ich glaube, hier gibt es. Cool, wenn ich ein bisschen schneller. Ich habe das noch nie gehört. Jetzt höre ich das zum ersten Mal. Aber ist okay. Und so. Ja, ich weiß, dass ich den Button zum Verstecken nehmen. Nutzen soll, kann, machen, tun. Mein Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt hin muss, ne? Hoch. Jetzt kannst du mal ein Stückchen weiterlaufen. Nicht wieder lang. So. Lass mich raten, auf der Endplattform ist dann was oder so. Sofern man oben ist, gibt es kein Risiko mehr, wa? Oder ist oben auch noch irgendwas, was ich beachten muss? Doch da. Da kommt ein Typ. Ah, da kommt meine Richtung, ich sollte mal weggehen. Aber ich glaube nicht, dass hier Spinnen sind, Uli. Oder? Was hast du für eine Annahme? Ah. Gut, hier geht's nicht weiter. Wir müssen also da lang. Ich bin jetzt oben. Ganz oben. Ja, ich noch lange nicht. Schön, dass ihr so schnell nach oben kommt. Wie schafft ihr das bloß? Ich hab keine Ahnung. Funktioniert halt manchmal. So. Scheiße! So schnell kann's gehen. Jetzt wurde sie erwischt. Ja. Little752, auf welchem Server bist du? Wir sind auf Server 4, Strawberry Kingdom. Also heute zumindest. So, der Typ ist weg. Und schön, dass du reinschaust, wie gesagt. So habe ich schon gesagt, glaube ich. Ich bin so alt. Nein, ich wurde erwischt! Das kann doch nicht sein! Ich hab mich doch versteckt. Muss ich jetzt wieder das komplett von vorne machen? Oder habe ich irgendwo... Nee, ich glaube, du hast so... Wie nennt man das? Steckpunkte? Keine Ahnung. Ja, Checkpoints. Wahrscheinlich. Gott sei Dank. Ich wurde schon wieder erwischt. Wie kann das sein? Muss man... Ist das zwingend erforderlich, dass man auf das eine Symbol drückt? Du musst rechtzeitig auf das Auge unten drücken. Ach so, ich dachte, das reicht, wenn ich mich verstecke. Nein, du musst immer... Das Auge leuchtet immer auf, da wo diese Kisten stehen und das Blau glitzert. Dann leuchtet unten rechts das Auge auf. Und da musst du jedes Mal draufdrücken und dann geht sie in die Hocke. Ach so, ich dachte, das geht auch so, wenn ich einfach nur Steuerungstaste drücke, dass ich in der Hocke bin. So, nee. Ich bin jetzt auf der Plattform. Aber ich höre nichts. Ach ja, was ich jetzt auch noch sagen muss, ja, für die, da vorne ist der nächste Typ, für die nächsten Tage und so. Nächstes Wochenende bin ich verschollen. Da werde ich nicht live sein. Warum? Weil ich Besuch bekomme. Und deswegen, es ist schon sehr merkwürdig, dass ich heute überhaupt... Also ich höre nichts, Tanja. Okay. Ich höre nur Möwen. Ja. Hätte ja sein können, ne? Oder den Schleichweg. Welchen Schleichweg? Über die Rohre. Ja, das kann sein, ne?
hört sich echt urig an, ey. Ich hab das nie vorher gehört. Was ist denn, wenn der eine Typ da hinten nicht weiterläuft, wo ich lang muss? Über die Rohre höre ich auch nix. Jetzt habe ich gerade ein Geräusch gehört, wie diese... Wie heißen sie? Die Spinnen aus Minecraft. Wie komme ich denn eigentlich vorbei, wenn ein Typ durchgehend stehen bleibt und sich nicht bewegt? Dann hat sich dein Spiel aufgehängt, weil das gibt's in der Form nicht so. Hier kannst du nicht weiter, vielleicht kannst du an der Wand entlang schleichen, steht hier. An der Wand entlang schleichen. Ja, da guck mal, da geht ein Bett oder sowas hoch. Ah, da. Ja. Da musst du vorsichtig über das andere Brett. Das verkacke ich doch. Ich gehe wieder von der Plattform runter, die ist mir zu blöd. Ja, doch, sieht ganz gut aus. Der Typ bräuchte mal eine sehr starke Brille. Du musst vom Achso, ja, da hast du recht. Such dir Spinnen. Ja, also die anderen beiden suchen gerade Spinnen. Ich nicht. Ich will jetzt hier tatsächlich mal mit meinem richtigen Quest weiterkommen. Das klingt urig, ey. So, auf der Plattform sagtest du, ist nichts, ne? Also ich hab nichts gehört. Ah, ich geh auch nochmal drauf. Jetzt bin ich mal einmal hier mühevoll hingekommen. Dann kann ich das ja auch gleich mal direkt ausprobieren. Ich glaube, jetzt lieber hier stehen, bis er wieder zurückkommt. Ja, nee, in Real Life suchen wir keine Spinnen. Also. Nur mit Staubsauger. Weiter geht's. Nur mit Staubsauger bist du böse. So, ich hab's geschafft. Ich bin am anderen Ende der Welt. Dort beim Helikopterlandeplatz scheinen Leute zu stehen. Es scheint dort so etwas wie ein Portal zu geben. Das kann ich von hier nicht richtig sehen. Am besten suche ich erst einen Platz, von dem man gut spionieren kann. Nah genug, um alles zu hören und weit genug, um nicht entdeckt zu werden. Okay, dann mache ich das. Ich habe mir jetzt, glaube ich, eine ziemlich lange Aufgabe angenommen, oder? Dafür, dass ich eigentlich aufhören wollte. So, und in der Nähe von Emma soll was sein. So, hi Daisy92. Die Daisy-Line ist da. So, kommst du wieder? Hallo muss oft bei. Ja, Leo, dann gute Nacht, schlaf gut, träum süß und ja. Viel Spaß morgen in der Schule. Das ist ein tolles Versteck. Die Frau in Weiß, das ist auf jeden Fall Katja. Leider, ich erkenne sie auch aus James' Albträumen. Achso, okay. Ja, wenn das Katja ist, hi Katja. Oh, ich habe 5 Erfahrungspunkte für die bewahre Eidings bekommen. Die labern so ein bisschen wie bei Sims, ne? So, wo muss ich jetzt hin? Das könnte eine Möglichkeit sein, um alleine mit Justin zu sprechen. Warte auf den richtigen Augenblick, um mit ihm zu sprechen. Okay, warten. Warten kann ich ganz gut. Was ist denn das für ein Portal? Ich glaube, das hängt mit dem Soul Ridern irgendwie und so. Verstehst du? Ach so. Ja. Hat was mit den Soul Ridern zu tun. Ich lese doch nicht, ich bin doch Klicker, genau wie du. Ja, ne, wir wissen eigentlich gar nicht, um was es in dem Spiel geht. Justin Morland in deinem Tagebuch aktualisiert. Das ist doch schön. Jetzt steht da mein Tagebuch. So, und was jetzt? Schon wieder was im Tagebuch, okay. Ja, dann schreiben wir da ganz viel rein, ne? So. Und noch was ins Tagebuch mit rein. Baroness Annabelle Silverglade in dein Tagebuch aktualisiert, okay. So.
Und Herr Sens in deinem Tagebuch aktualisiert. Ich bekomme hier gerade so viele Dinger. Ich gehe mal durchs Portal, ja? Ich bin weg. 6 von 10 Spinnen. Wo ist... Hä? Das ist total verarscht. Man kann da reinlaufen und da passiert gar nichts. Ich habe noch eine Idee, wo ich gleich noch gucken will, aber ich will jetzt erst noch mal im Dorf rumreiten. Ja, aber wenn du schon 7 hast, wo ist denn dann diese eine Spinne, die mir fehlt? Nein, ich habe 6. Ich habe nicht 7. Achso. 1, 2, 5, 7, 8, 10. Warte, ich gucke jetzt. Mir fehlen noch 4 Stück, ja. 3, 6, 9 und die 4. Jo. 3, 4, 6, 9. Kann man auch sagen. Gut. Ja. Ich habe hier eine grüne Quest, aber ich weiß gar nicht, wo ich dafür hin muss. Darkcore verlassen. Achso, verlassen. Ich muss das hier wieder. Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurück? Ja. Also auch wieder komplett zurückschleichen und so, ja? Ja. Warte, Olli, da gibt's eine Abkürzung. Einfach um vorausspringen? Ja, guck mal, wenn du von der Plattform runter willst, da ist rechts vom Zaun ein Rohr. Warte, ich geh nochmal zurück. Wann streamst du eigentlich immer? Eigentlich täglich, oder? Nee, täglich schaffe ich leider nicht. Das ist meistens immer nur innerhalb der Woche ein, zwei Mal. Dieses Wochenende zum Beispiel gar nicht, weil ich da Besuch bekomme. Also es ist wirklich immer unterschiedlich. Deswegen ist es auch, glaube ich, immer ganz gut, wenn man dann halt gleich noch eine Glocke oder ähnliches aktiviert hat, dass man Benachrichtigung bekommt. Plattform runter willst, ist ein Rohr? What? Ich finde kein Rohr. Ich finde hier etwas, wo ich ins Wasser springen kann. Ich habe hier sowas wie ein Trampolin. Ein Rohr sehe ich nicht. Ich spring mal kurz runter, was passiert denn dann? Du bist gefährlich gestürzt und ja. Ich finde hier kein Rohr. Ich auch nicht. Also, du musst erst Treppen hochgehen, dann kannst du nur links und rechts. Rechts ist eine Sackgasse. Links ist eine Sackgasse. Ich sehe auch nirgendwo hoch. Ich sehe kein Rohr. Ich gehe, glaube ich, den ganz normalen Weg. Das habe ich auch versucht. Ich bin aber an einer Stelle gescheitert. Können wir uns abholen lassen? Nee, ich glaube nicht. Unsere Pferde stehen da ja noch irgendwo. Ja, die kommen ja dann sicherlich mit, oder? Weiß ich nicht. So, links ist Sackgasse, ne? Sehe ich auch gerade. Der Typ. Dreh um. Ja, ich stehe jetzt in der Sackgasse. Verdammt. Der ist wahnsinnig anhänglich, der kommt ja schon wieder zurück. Oh, ich wurde erwischt. Ach, du auch? Im selben Moment bin ich auch erwischt worden. Verdammt. Aber hatte jetzt auch Vorteile. Ich stehe jetzt gleich ganz woanders. Ja, ich auch. Ja, ich stehe da, wo ich jetzt nicht weiterkomme, weil da zwei... Ach nee, scheiße, ich bin von da gekommen. Ich bin gerade wieder zurückgelaufen. Ja. Aber ich sehe jetzt das Rohr, aber ich komme da von der Seite aus doch gar nicht drauf. Uli? Ja, ich habe auch das Problem. Wie kommen wir jetzt da hoch, ne? Eben. Wir können ja da nicht hochspringen. Nein. Hier denn? Die große Plattform, wo dieses komische Portal ist, da geht ihr normal von... weg. Da kommt, ich glaube, der erste Zaun, der da ist. Olli, ich sehe da unten, sehe ich ein Rohr. Wir müssen wieder runter auf die Plattform. Ich glaube, jetzt habe ich es abgerafft. Ja, ich komme gleich, wenn ich kann. Ja, ich auch. Ich muss mich jetzt erst nochmal verstecken. Oh, nicht so. Rechtzeitig geschafft. Ich bin jetzt wieder zurück. Bei der großen Plattform, wo man hochlaufen kann, ne? Dann laufe ich da jetzt hoch. Also ich muss wieder nach oben auf die Plattform rauf, ja? Mhm. Versuch das zumindest. Die Typen machen echt voll komische Geräusche, sehe ich genauso. Hier ist das ein Rohr? Ne, das ist kein Rohr. Durchs Portal kommen wir sicherlich... Obwohl, da... Was ist denn das? Ne, das ist ja die Seite, wo ich jetzt war.
Muss da jetzt auch noch mal runter. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Hier steht jemand mit dem Pferd. Auch nicht schlecht. So, hier. Ich habe eben von unten was gesehen mit dem Rohr, aber... Wie soll man denn da herkommen? Da! Aber da ist doch zu. Bulli! Er bringt ja nichts, wenn ich da jetzt vorbeikomme. Es hat ja jeder seine eigene Frequenz. Seinen eigenen Gedöns da. Ja, außer dass ich da oben gerade ein Pferd. Ah, Olli! Ja. Pass auf, hier ist ein grünes Rohr. Das führt außen, also direkt unter der Treppe. Das ist doch unter der Treppe, hast du doch einen Maschendrahtzaun. Warte. Du meinst, wenn ich jetzt da runter will, ja? Ja. Den Maschendrahtzaun, siehst da, du da, den? Da ist ein grünes Rohr, ja. Ja. Ah! Da kann man rüber. Da. Jetzt geht ja. Da ein bisschen vorsichtig sein. Ja, das sieht ganz gut aus. Ja. Und da steht ein Pferd. Ja. Meins auch. Wieso geht der Rückweg so leicht? Vielen Dank. Das mit dem Rohr hat uns sehr viel gebracht. Ja. Oh, bitte, bitte. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Aufs Pferd. Ach, da hinten. Da hinten ist der Boot. Der Boot? Hast du jetzt der Boot gesagt? Dessen Boot ist. Achso. Achso, ich muss von der anderen Seite dahin. Okay, dann drehen wir nochmal. Erstmal aufs Pony drauf hier. So, den Flitzepött möchte ich ja mitnehmen. So. Auf geht's. Wie komme ich denn auf die andere Seite? Achso, ich muss mit dessen Pferdchen. Einfach mal über die Leiter rüber. Los, komm. Über die Treppe meinte ich. Oh, stopp. So. Hallo, wir wollen wieder rüber. Ja, ich will Darkcore verlassen. So, danke. So, Annabelle, hi. Wieso schreibst du okay? Okay, ist ja nicht wirklich viel. Die Typen machen... Achso, die Nacht hatten wir schon. Ich lese hier schon wieder die ganzen Nachrichten doppelt und dreifach. So. Hallo, Captain Bruce. Ich habe jetzt noch einen Bericht für Elisabeth. Wo ist die? Das sagt nicht in Veildale. Veildale. Wie komme ich jetzt am schnellsten nach Veildale? Ich weiß, das machen wir jetzt ganz schnell hier. Abholservice! So, schnell, 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 schnell. Ich möchte noch vor 20 Uhr offline sein. Und ich muss noch eine Waschmaschine anschmeißen. Die braucht auch noch eine Stunde und 30 Minuten. Und dann will ich noch ein bisschen was tun hier. So. Veildale Dorf. Wo ist denn Veildale? Veildale, 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 wo bist du? Veildale Village, da. Und rüber. So. Hallo Elisabeth, ich bin da. Ich habe eine wichtige Nachricht für dich. Und zwar, die Darkcore-Leute sind eigentlich ganz freundliche Leute. So, genau Elisabeth. Und dann gehe ich mal wieder, ne? Das war's. Super, okay, perfekt. Quest erledigt. Und wie sieht's jetzt aus, wenn ich jetzt hier nachgucke bei meinem Questbook? Ratsmann Silverglade Village. Okay. Transporter. Silverglade. Silverglade ist James, wa? Ja. Wieso zeigt er mir James nicht an? Steve's Farm. Das ist doch Steve, oder? So. Los, schneller, 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 schneller. So, jetzt will ich aber noch mal kurz gucken hier hinter den Häusern. Mal hinter den Häusern, ich bin gerade ganz woanders.
Was ist mit Silverglitz passiert? Wieso? Die komplette Ortschaft brennt. Kann ich mir nicht vorstellen. Oh, hier ist ein Riss in Silverglade. Ja, ach, den Pandoria. Was ist da passiert? Den Staubsauger, oder was das da ist. Ich hab keinen Staubsauger. Doch. Das Problem hatten wir schon mal. Wie heißt das Ding? Moment, wie heißt das Ding? Ich hab's dabei. Ich bekomme das wahrscheinlich erst von dem Typen, oder wo ist ich das muss. Die, oder ist das... Nee, nicht der Runenstab. Ach da, Schattensauger. Was ist mit Silverglade passiert? Ich hab Silverglade kaputt gemacht. Den Schattensauger nehmen. Den hab ich noch nicht. Es muss hier irgendwo eine Quest geben. Der Ratsmann hat sicherlich einen. Hi Ratsmann, ich brauche einen Schattensauger. Hast du einen? Wie in einer rosa Wolke. Ja, hast du mir jetzt einen Schattensauger gegeben? Nee. Hi Alex, von wo kommst du denn auf einmal her? Hast du einen Schattensauger? Hier ist auch nix. Nee, da ist auch kein Schattensauger. Kann mir nicht vorstellen, dass hier direkt im Fischerdorf nichts sein soll. Ich war jetzt selbst mal, kannst du dich noch dran erinnern, Tanja, wo diese rosanen Steine waren? Ja. Oben in der Nähe von, ach, wurde hier bei... Das könnt ihr jetzt vergessen. Berge der goldenen Schatten. So, ich würde sagen, das war's dann. Weil ihr könnt es vergessen, dass ich jetzt nochmal zu Pi reite, dort den Schattensauger hole und dann wieder zurück nach Veldale. Das machen wir dann eindeutig beim nächsten Mal. Deswegen würde ich sagen, das war's jetzt hier tatsächlich. Aber ich kann noch ein Foto machen hier, so schön zwischen dem ganzen Zeug. Aber wann sieht man mal Silverglade in dieser Variante, ne? Ah. Da habe ich auch gleich ein Thumbnail fürs nächste Mal. So. Gut, dann würde ich doch mal sagen, was? Du musst dann zur Hexe Pi und bei der bekommst du den Schattensauger. Ja, habe ich gerade schon so mitbekommen, aber das machen wir dann am nächsten Dienstag oder Mittwoch. Weil da kann ich dann noch und dann ist Feierabend, weil dann bin ich jetzt erstmal eine Weile weg. So. Dann würde ich mal sagen, das war's. Danke fürs Zuschauen, danke für die Follows, Abos, Loots, Twitches. Und lieben Grüße. Wem grüßt du? Möchtest du noch jemanden danke grüßen? Danke und für die lieben Grüße. Achso, und für die lieben Grüße natürlich. Ja, aber wenn wir schon mal dabei sind, wir grüßen alle unsere Mamas, Papas, Omas, Opas, Tanten, Onkel, Cousinen, Cousins, Geschwister. Da grüße ich nur einen Teil von. Aber trotzdem. Ja. Bye und einen schönen Abend noch. Ja, dir auch. Danke dafür. Und ja, ist bei Facebook noch was geschrieben worden, bevor wir jetzt einfach so rausgehen? Bei Facebook ist die letzte Nachricht. Okay, die Nachricht wurde wieder gelöscht. So, gut. Dann würde ich sagen, das war's. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.